Veranstaltung Gewerkschaft gegen Klimastreik. Wir haben das organisiert als Kampagne gegen Outsourcing und Befristung. Das ist eine Initiative von verschiedenen Berliner Gruppen, die sich probieren einzusetzen gegen Outsourcing, insbesondere auch in den Berliner Landesbetrieben. Wir sitzen heute hier anlässlich der Mobilisierung zum 20.09. zum weltweiten Klimastreik unter dem Hashtag Alle fürs Klima, organisiert von der Fridays for Future Bewegung. Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie die Rolle von Gewerkschaften in diesem Streik und diesen Protesten sein kann und was politischer Streik dort für Möglichkeiten aufzeigt. Mein Name ist Tabea Winter, ich bin bei der Hochschulgruppe Organized Strike und auch in dem feministischen Projekt dieser Gruppe Brot und Rosen. Ich werde heute die Moderation machen und freue mich jetzt, die RednerInnen vorstellen zu können. Vorher möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, hier vorne wird das Podium aufgezeichnet, das heißt nur wir, ihr nicht. Das sage ich nachher auch nochmal an, bevor wir die Diskussion fürs Publikum öffnen. Das ist einfach, damit die Menschen, die heute nicht da sein können, weil sie arbeiten müssen, weil sie nicht in Berlin sind, wie auch immer, trotzdem das Gespräch nachvollziehen können. Genau. Einmal der Reihenfolge von den Eingangsstatements, die es gleich geben wird, freue ich mich, die RednerInnen vorzustellen. Neben mir sitzt Dr. Hartmut Ehmler, Physiker am Helmholtz-Zentrum und Scientists for Future. Auf der anderen Seite neben mir sitzt Dominik von Fridays for Future an der FU. In der gelben Weste, einmütige Basisgewerkschafter und Mitglied des Gesamtpersonalrats der BVG. Und außen mit der Mütze, Uwe Fuhrmann, Historiker der ArbeiterInnenbewegung. Schön, dass Sie alle da sind. Dann geben Sie hier einmal das Wort ab zu einer Einschätzung über die aktuelle Situation. Dankeschön. Einschätzung der aktuellen Situation. Okay. Erstmal frage ich mich selber immer bei solchen Veranstaltungen, warum bin ich eigentlich hier? Und heute hätte ich auch Lust, auf den Wannsee segeln zu gehen, aber geht leider nicht. Irgendjemand hat seinen Job nicht gemacht und deswegen bin ich also hier. Und versuche jetzt mal als Wissenschaftler was zu sagen. Ich bin in diesem Netzwerk Active Scientists for Future, 26.000 Wissenschaftler, haben da im Frühjahr eine Stellungnahme unterzeichnet, um die Schüler zu unterstützen. Das war ja ausgehend von der Aussage, dass die Schüler das lieber den Profis überlassen sollten und das den Wissenschaftlern dann nicht geschenkt. Die haben dann gesagt, das Anliegen der Schüler ist berechtigt und auch gut begründet. Ja, Einschätzung der aktuellen Lage. Vielleicht ein paar Fakten. Also ich beziehe mich auf die 24 Fakten, die auch bei Scientists for Future auf der Webseite stehen. Neben der Stellungnahme gibt es 24 Fakten und vielleicht nur so ein paar wenige, das meiste kennen Sie ja wahrscheinlich auch nochmal so zur Wiederholung. Wir haben aktuell einen Temperaturanstieg von etwa 1 Grad global gesehen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ein halbes Grad davon ist in den letzten 30 Jahren gekommen. Das heißt, das Ganze hat auch eine gewisse Dynamik und geht schneller. Die letzten 4 Jahre waren die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich vermute, 2019 wird auch dazu gehören, wird ein weiteres Jahr dazukommen, würde ich jetzt mal tippen. Und der Klimawandel ist menschengemacht. Das ist also Fakt. Man kann darüber diskutieren, ob es vielleicht ein paar Prozent gibt, die nicht menschengemacht sind, aber im Wesentlichen ist das ein Konsens. Muss ich noch direkt da reinsprechen? Okay, gut. Ich versuche es. Also schon jetzt mit diesen 1,5 Grad haben wir ja Klimafolgen. Wir brauchen ja nur draußen zu gucken, wie die Bäume aussehen. Wir haben ja auch extreme Dürren gehabt, auch in Berlin, Brandenburg. Die Wälder brennen, die Bäume werfen ihr Laub ab. Eigentlich sieht man schon, was läuft. Da braucht man gar nicht so viel Fantasie, um das sozusagen in die Zukunft zu extrapolieren. Dann ist es ja so, dass wir bei den jetzigen Maßnahmen, die jetzt aktuell diskutiert werden, auch weltweit, fahren wir ja mehr oder weniger ungebremste Emissionen. Das heißt, wir steuern auf ein Szenario zu von plus 3 Grad Ende des Jahrhunderts plus X. Also das weiß man jetzt nicht, wie groß das X ist, also 3 Grad ist mindestens. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt sieht, was bei 1 Grad los ist, was dann bei 3 Grad los ist, ist verheerend. Deswegen ist der Weg eigentlich ganz klar. Die Emissionen müssen schnell auf Null gebracht werden, also
vielleicht 2040, 2050, in den nächsten 20 bis 30 Jahren, das ist ja auch das, was Greta mal in ihren Reden fordert, das kann man auch wissenschaftlich begründen, und es bleibt eben ein gewisses Budget an Emissionen, und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist das in 10 Jahren aufgebraucht. Das heißt, da müssen wir im Prinzip um dieses Grad, um das Ziel von 1,5 Grad, was in Paris vereinbart worden ist, einzuhalten, müssen wir in 10 Jahren die Emissionen einfach stoppen. Alles ausdenken. Ist natürlich unrealistisch. Das heißt, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren gravierend umsteuern müssen. Wir müssen also jetzt anfangen, die Emissionen zu senken. Und wenn wir die nächsten 10 Jahre nicht nutzen, dann ist das Fenster einfach geschlossen. Dann ist der Zug ein Stück weit abgefahren und fährt dann mehr oder weniger unbegrenzt und ungebremst in eine Eiszeit hinein. Also Eiszeit klingt jetzt so ein bisschen beunruhigend, aber naja. Es ist jedenfalls eine Zeit, die die Erde seit einigen Millionen Jahren nicht mehr erlebt hat und die also auch durch sehr instabile Bedingungen gekennzeichnet ist. Wir sind ja jetzt in einem Holozän. Das ist also eine Periode von relativ gleichbleibendem Klima, und das kann dann eventuell verlassen werden. Da spielen dann eben auch diese sogenannten Kipppunkte eine Rolle, dass dann eben bestimmte Rückkopplungseffekte eintreten, beispielsweise wenn das Eis abtaut, dann wird die Sonne nicht mehr so gut reflektiert, weil die Oberfläche dunkler ist, dann wird es noch wärmer. Und so kann sich das dann eben weiter noch verstärken. Das ist natürlich dann ganz gefährlich, weil das dann Prozesse sind, die sich selbst verstärken und beschleunigen und dann auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Das ist ja das, was man als irreversibel bezeichnet. Und das zu verhindern, ist es eben so wichtig, und das hat die Wissenschaft im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr auch nochmal bekräftigt, ist es so wichtig, dieses Paris-Ziel von 1,5 Grad versuchen zu erreichen. Also es ist ja so die Formulierung in diesem Paris-Abkommen, 2 Grad müssen wir unbedingt halten. Oberhalb da ist es wirklich ein unvertretbares Risiko, aber wir sollten Anstrengungen unternehmen, unter 1,5 Grad, also den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das bedeutet eben, jetzt Ärmelhochkrempel in den nächsten 10 Jahren wirklich massiv umsteuern und die Emissionen global 2050 auf Null bringen. Für Deutschland allerdings noch erheblich früher. Aus Gründen der Gerechtigkeit, es kann ja nicht sein, dass ein so hochentwickeltes Land wie Deutschland da jetzt sich genauso viel Zeit nimmt wie ein Land, was noch am Anfang einer wirtschaftlichen Entwicklung steht. Das heißt, die Scientists for Future gehen eigentlich davon aus, dass Deutschland das in 15 Jahren hinkriegt. Das ist so der Zeithorizont. Ja, die ganzen Folgen möchte ich vielleicht gar nicht so im Einzelnen betonen. Es ist ja nicht nur das Klima, es ist auch der Verlust der Biodiversität. Das hat auch andere Gründe, hängt auch mit der Landnutzung zusammen, Pestizide und so weiter. Oder auch in vielfacher Weise wird der natürliche Lebensraum durch den Menschen gestört. Was kann man tun? Auch Fakt, dass ganz wichtig ist die Ernährung der Menschheit. Dass unsere Form von Fleischkonsum, Massentierhaltung das Ganze weiter beschleunigt. Und dass eine pflanzenbasierte Ernährung viel verträglicher wäre für den Planeten. Das heißt ja nicht, dass man jetzt unbedingt Veganer werden muss, aber eben sozusagen den Hauptteil eben auf pflanzenbasiert zu sich nehmen sollte, um gut für das Klima zu sein. Das kann der Einzelne ja sofort machen, da braucht man eigentlich nicht auf die Politik zu warten. Das, wo wir die Politik brauchen, ist definitiv beim Thema CO2-Bepreisung. Das ist in ganz vielen Studien bewiesen, dass ein ganz effektives Mittel ist, die Emissionen runterzukriegen, ein Preis auf CO2 wäre. Das haben wir ja im Moment noch nicht. Im Moment kann ja jeder kostenlos die Atmosphäre als Müllkinder missbrauchen. Und der Deal ist ja der, dass wir sagen, die Folgen trägt dann die kommende Generation. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also, das sind Kosten pro Tonne CO2 von 180 Euro, die da auch noch zukommen. Ja, also eine USA-Reise hin und zurück, 10 Tonnen CO2, 2000 Euro. Die fallen natürlich irgendwo an, also je nachdem, wer dann die Deiche höher bauen muss oder wo halt eben dann die Schäden auftreten. Da deutet sich ja auch diese Ungerechtigkeit schon an.
die daran liegt, dass die entwickelten Länder eben sich dieses Recht rausnehmen, zu emittieren, und die Schwächsten werden dann eben von den Folgen betroffen sein. Ja, vielleicht noch ein Statement, was mir persönlich sehr viel Hoffnung gibt, was auch zu diesem Umsteuern gehört, nicht nur die CO2-Preise. Wir haben ja das Glück, wir haben ja alternative Formen der Energieerzeugung. Wir leben ja nicht mehr in den 1980er oder 90er Jahren. Ich habe das noch sehr gut miterlebt, wie das wirklich Solarzellen auf dem Dach, das war der Wahnsinn, das hatte niemand. Das konnte man auch nicht bezahlen im Wesentlichen. Das war irgendwas für die Raumfahrt oder so. Also das ist heute ja ganz anders, das ist ja erschwinglich. Ja, und trotzdem, wir gehen durch Berlin und wir sehen kaum Dächer, wo Solarzellen drauf sind. Obwohl die wahnsinnig billig geworden sind. Es wird eigentlich verhindert. Muss man sich dann im Detail anschauen, warum das nicht passiert. Und es gibt natürlich auch Bewegungen dagegen, Masterplan Solar City, die Dächer von Berlin zu nutzen. Also da ist ganz viel Potenzial, und ebenso mit der Windenergie, die Windkraft wird immer besser, immer leistungsfähiger. Und das können wir alles nutzen. Und das Dritte, es ist ja kein Naturgesetz, dass der Mensch oder wir in Deutschland 11 Tonnen CO2 pro Jahr meinen, emittieren zu müssen. Das ist zum größten Teil auch Gewohnheit. Wir haben uns eben an einen gewissen Lebensstil gewöhnt, an eine gewisse Form von Mobilität. Und das gilt es eben vor dem Hintergrund der Klimakrise, alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Soweit erstmal. Dankeschön. Ich will einfach mal nahtlos an dich weitergeben, wenn es für dich passt. Unbedingt. Vielen Dank für den Input. Nun können sich alle denken, woraus meine Motivation als Fridays for Future Aktivist entspringt. Ich möchte mithelfen, das Schlimmste zu verhindern. Und ich möchte mithelfen, eine Vision zu entwickeln. Die Vision von einer lebenswerteren, von einer sicheren Zukunft. Mein Name ist Dominik Kramer. Ich bin Aktivist in der Fridays for Future Ortsgruppe Berlin und vor allem in der Hochschulgruppe an der Freien Universität. Damit setze ich mich für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ein. Ich hoffe, alle Anwesenden sehen es mir nach, dass dieser Einsatz meine Stimme am Tag nach den Demonstrationen manchmal in Mitleidenschaft zieht, so auch heute. Gleichzeitig bin ich, das sei an der Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt, seit kurzem Mitglied in einer Gewerkschaft. Am 20. September, am kommenden Freitag, ist ein besonderer Tag. Denn hier in Berlin wird das Klimakabinett Maßnahmen beschließen, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. In New York wird der UN Climate Summit vorbereitet, der 3 Tage später geplant ist. Und weltweit findet der 3. globale Klimastreik statt. In Deutschland ruft neben Fridays for Future ein Bündnis aus über 50 zivilgesellschaftlichen Akteuren zur Teilnahme an diesem Klimastreik auf. Wir haben den Anspruch, über die junge Generation hinaus alle Menschen für diesen Klimastreik zu mobilisieren. Dementsprechend steht der 20. September unter dem Motto Alle fürs Klima. Um wirklich alle zu erreichen, sind die Beschäftigten entscheidend. Sie sind die Mitte und das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ohne sie können wir die Art und Weise, wie wir wirtschaften, Politik machen, wie wir leben, eigentlich nicht verändern. Für die Vision einer lebenswerten, sicheren Zukunft braucht Fridays for Future die Beschäftigten. Und die Beschäftigten brauchen die lebenswerte und sichere Zukunft für sich und für sichere Arbeitsplätze. Man könnte zugespitzt sagen, es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten. Diese Zuspitzung findet sich passenderweise auch auf der Website des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Trotzdem, nach einem offiziellen Streikaufruf, um die Arbeitsplätze zu erhalten, sucht man vergebens. Stattdessen findet man einen Verweis auf die Rechtslage. Die kann man etwas verkürzt folgendermaßen zusammenfassen. Arbeitskampfmaßnahmen müssen Ziele verfolgen, die in einem Tarifvertrag umgesetzt werden können. Politischer Streik scheint damit ausgeschlossen. Wir glauben aber, mit dem Rückzug auf die Rechtslage alleine machen es sich die Gewerkschaften viel zu einfach. Das hat im Wesentlichen 2 Gründe. Erstens lassen sich einige Ziele, die sehr eng mit den Fridays for Future Forderungen verbunden sind, durchaus in Tarifverträgen unterbringen.
Ein Beispiel. Fridays for Future fordert den Kohleausstieg bis 2030. Dafür müssen Energieunternehmen jetzt auf Wasser, Wind und Solarkraft umsteigen. Die Kosten wären hohe, aber einmalige Investitionen. Der Ertrag wäre neben einem effektiven Klimaschutz ein langfristig zukunftsfähiges Geschäftsmodell und damit auch sichere Arbeit. Ein auf 4 Jahre gewählter Unternehmensvorstand müsste jetzt die hohen Investitionen und damit auch niedrigere Dividenden und Boni auf sich nehmen, und zwar ohne die Aussicht, wenn der Ertrag einsetzt, noch im Unternehmen tätig ist. Beschäftigte im Unternehmensvorstand würden dagegen viel mehr darauf achten, dass ihre Arbeitsplätze langfristig gesichert sind. Das heißt, der verschlafene ökologische Wandel legt ein älteres Problem offen. Die Beschäftigten großer Unternehmen sind zu wenig an den Richtungsentscheidungen ihrer Unternehmensführung beteiligt. Diese Beteiligung sollten die Beschäftigten gerade jetzt, wo die Klimakrise Richtungsentscheidungen erfordert, mit Streiks einfordern. Der zweite Grund, der Generalstreik der Beschäftigten hat sich in der Geschichte als eines der effektivsten friedlichen Mittel für große Veränderungen in der Gesellschaft erwiesen. Unsere Bundeskanzlerin selbst hat am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags die Klimakrise als, Zitat, Menschheitsaufgabe bezeichnet. Gut möglich, dass das Arbeitskampfrecht nicht für den Fall einer solch dringenden Menschheitsaufgabe erstellt worden ist. Dass wir, die Fridays for Future-Bewegung, der sich doch viele Beschäftigte in ihrer Freizeit längst angeschlossen haben, die streikenden Beschäftigten brauchen, ist offenkundig. Seit einem Jahr gibt es wöchentliche Demonstrationen. Und abgesehen von viel Hass von wenigen und viel Lob von vielen, haben wir nichts Messbares erreicht. Der Earth Overshoot Day, der Tag, an dem die Menschen alle nachwachsenden Ressourcen, die die Erde innerhalb von einem Jahr reproduzieren kann, verbraucht haben, war dieses Jahr am 29. Juli. Noch nie war der Earth Overshoot Day früher. Wir leben auf Pump. Um diesen Trend zu brechen, braucht die Klimabewegung mehr als wöchentliche Demonstrationen und viel Lob von vielen. Sie braucht die Mitte und das Rückgrat der Gesellschaft. Ich würde dann das Wort mal weitergeben an einen der Menschen aus der Mitte und des Rückgrats der Gesellschaft. Ja, ich finde das Beste, dass ihr die Arbeitenden mal in die Mitte der Gesellschaft stellt. Danke. Ja, hallo, ich bin Aimo. Ich bin U-Bahn-Fahrer und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt hier das große Lob gezogen habe, hier vorne mitdiskutieren zu dürfen. Und zwar weil mein Bereich, in dem ich arbeite, eigentlich ganz zentral, ganz eng eigentlich damit zu tun hat, mit der Frage, die wir diskutieren. Also die Frage, also Verkehr ist ja wie kaum ein anderer Verkehr, Logistik, Transport, ist ja wie kaum ein anderer Bereich eigentlich direkt verbunden mit der Frage der CO2-Emissionen oder der eben auch der Frage der, was ändern wir oder wie kommen wir da voran. Und das ist auch ganz interessant. Also wir haben auch, ich bin bei der BVG in der Gruppe, die heißt Verdi Aktiv, eine Basisgewerkschaftsgruppe. Und wir haben dieses Jahr gestreikt. Vielleicht haben einiges mitbekommen, waren nur 3 sehr auseinandergezogene, manchmal nur halbe Streiktage. Aber die waren durchaus ja für den einen oder anderen dann merkbar. Und wir haben da versucht, und das war leider aber nicht die ganze war sozusagen nur eine Initiative von wenigen, eben gleichzeitig also diese Verbindung zu suchen zwischen dem BVG-Streik und dem Streik, dem Schulstreik gegen die Klimakatastrophe. Obwohl das eigentlich, also worum ging es uns? Uns ging es darum, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Am Ende haben wir mehr Lohn gekriegt. Okay, auch gut, war auch echt nötig. Aber
Und es ging auch generell darum, dass die Arbeitsbedingungen, so wie sie bei der BVG oder auch in anderen Verkehrsunternehmen sind, einfach gar nicht mehr tragbar sind. Der Nahverkehr in den letzten Jahrzehnten zusammengespart worden ist und einfach die ganze Zeit kurz vorm Kollaps steht. Und da sind wir eigentlich bei einer Problematik, die auch hier, also es wird immer groß geredet, ja, wir brauchen die Verkehrswende und hast nicht gesehen, aber eigentlich passiert auch da, in dem Fall haben wir auch nur sind es auch mehr leere Worthülsen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was wo ich mir überlege, ob das damit vielleicht zusammenhängt, dass so wenig Druck eigentlich auch von der Gewerkschaftsbasis oder so da ist, dass so viele leere Worthülsen in dieser Debatte da sind. Also wir haben es ja gerade schon wieder gehört, also oder ein anderes Thema, eigentlich hatte die Bundesregierung ja schon beschlossen, und wir haben ja schon Klimaziel, die CO2-Emissionen, habe ich jetzt gelernt, im Vergleich zu 1990 sollen bis nächstes Jahr um 40% gesenkt sein. Schaffen wir nicht. Das ist schon kassiert. Also, und das ist nur ein praktisches Beispiel in Deutschland, wie es halt ständig wird. Also wir haben die CO2-Emissionen steigen die ganze Zeit, jedes Jahr, also weltweit gesehen. Auch da sind, und darüber können wir auch nochmal, ist ein wichtiges Thema, auch daran sind deutsche Banken und Konzerne beteiligt. Also wir haben einen Weltmarkt und da sind gerade die, also auch wenn wir hier jetzt wenn wir das so national betrachten, dass hier vielleicht der Ausstoß dann gesenkt wird, aber wenn gleichzeitig die deutschen Kapitalinteressen und die Politik, die sie auch versucht durchzusetzen, dann eben in der Welt dafür sorgt, dass, also nicht dafür Sorge trägt, dass es da eben auch zu einer Reduktion kommt, sondern umgekehrt eigentlich dafür sorgt, dass da eben die Profitinteressen dabei durchgesetzt werden. Da braucht man sich nicht wundern, dass das ist eigentlich leere Worthülsen sind. Und dann kann ich mich auch nur so, also das ist so ein bisschen der Gedanke, warum gibt es eigentlich so wenig Druck? Also warum ist eigentlich unter den Kolleginnen und Kollegen nicht eigentlich klar, also warum ist der Raum hier so leer, wenn wir darüber diskutieren, eigentlich sollten wir am nächsten Freitag richtig streiken und nicht in unserer Freizeit hingehen. Also mein Gewerkschaftsvorsitzender Frank Zürske hat ja gesagt, wir sollen alle hingehen, und meine Gewerkschaft und ich glaube auch die IGBAU ist Mitglied in dieser Klimaallianz. Aber davon kriegt man im Betrieb auch gar nichts mit. Also das habe ich jetzt gelernt, als ich mal nachgeschaut habe. Meine Gewerkschaft ist da dabei. Aber ansonsten dieses Thema, wenn es wirklich so wichtig ist und wenn unsere Organisationen es so wichtig, also wichtig erachten, warum wird es nicht viel mehr diskutiert an der Basis? Also da wäre es auch interessant, wenn es da andere Beispiele gibt oder andere, das ist auch zu hören. Ein Punkt, warum auch so wenig Druck da ist, oder warum das auch neben den allgemeinen leeren Worthülsen oder so, was ich überlege, ist schon, dass so zwei Strategien eigentlich gibt, wie die sprechen können in der Öffentlichkeit oder die da zwei Strategien gibt. Also es gibt einmal dieses Green New Deal oder irgendwie grüner Kapitalismus, oder wir müssen halt, es gibt die Produktion umstellen und Anreize schaffen. Aber es gibt gleichzeitig ja auch eine Gegentendenz, die gerade von der politischen Rechten repräsentiert wird, die in Deutschland nicht besonders stark ist, was auch mit der deutschen, einfach der Stärke der deutschen Situation zusammenhängt, aber wo wir eben, also auch jetzt mit Bolsonaro oder in Frankreich oder in Italien oder auch in den USA mit Trump einfach Vertreter haben, die diesen anderen ganz lautstark schreien, nee, eigentlich ist es ja gar nicht alles gar nicht so schlimm, Klimalüge. Es war einfach nur irgendwelche komischen Interessen von irgendwelchen Leuten, die sich da verschworen haben, ihre eigenen Interessen. Und die können ziemlich laut reden. Und das auch, und die setzen fort, was schon die Industrie, die Verschmutzerindustrie eigentlich seit in den letzten Jahrzehnten ja auch immer vertritt, also immer dieses
in Zweifel ziehen. Immer schön den Zweifel sehen. Und das ist eine relativ laute Stimme auch. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Es spielt auch mit da rein, dass man dass jetzt nicht der das so eindeutig ist, wie es für die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich sagen müssen. Dann gibt es auch noch dazu ein Problem, dass wir einfach eine soziale Lage auch insgesamt in Deutschland haben, wo einfach ein Haufen Leute ziemlich ernste existenzielle Probleme jeden Tag haben. Also die Situation in der Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verschlechtert. Und Leute, die gucken müssen, dass sie über die Runden kommen, für die ist ein Thema, was so diskutiert wird, als wäre es irgendwie, als hätte man ja noch ein bisschen Zeit oder jemand anderes könnte sich darum kümmern oder hast du nicht gesehen, irgendwas. Für die ist das Thema nicht so präsent, ganz natürlich. Und gleichzeitig sind die lautstarken Vertreter dieser Umbaupolitik ja auch gleichzeitig Vertreter einer Politik, die das Ganze auf unsere Schultern ablehnt, also zumindest Teile davon. Also jetzt zum Beispiel die Grünen, zum Beispiel Verkehrssektor Grüne, ganz praktisch. Also gerade haben wir eine grüne Verkehrssenatorin oder eine von den Grünen bestellte Verkehrssenatorin, glaube ich. Also jedenfalls, die gerade die Ausschreibung der S-Bahn, die Zerschlagung der S-Bahn organisiert. Also es ist schön, da kann man halt mal am Sonntag reden von, wir brauchen die Verkehrswende. Aber die gleichen, also dass die Beschäftigten der S-Bahn kriegen mit, dass gleichzeitig ihr Betrieb, also die Nord-Süd-Trasse und die Stadtbahn in die Ausschreibung geht. Das ist ja nur ein Beispiel. Also, und deswegen habe ich auch gerade mal diese gelbe Weste angezogen, auch weil ich die gerne anziehen würde am 20. und im Streik sein würde, aber auch, weil in Frankreich haben wir die Gelbwestenbewegung, die auch daraus entstanden ist, dass ganz interessant und spannend ist, weil sie daraus entstanden ist, gegen die Erhöhung der Preise aufgrund einer, Macron hat sie ja verkauft als Steuer, die wir machen, um die Welt zu retten, und dann hat er gleichzeitig die Vermögenssteuer gesenkt und dann die Verbrauchssteuern in die Höhe getrieben. Und dagegen richtete sich dieser Aufbruch. Und ich glaube, das sind Fragen, die ganz zentral sind, wenn wir irgendwie eine Mobilisierung hinkriegen wollen, wenn wir den Druck aufbauen wollen, der dann wirklich, wo Bürske sich nicht mehr trauen kann und sagen kann, ja, geht mal in eure Freizeit hin, sondern wo der Druck groß genug wird, dass wir endlich ordentlich steigen. Ja, Dominik hat es angesprochen, Almut hat es auch angesprochen, die Frage vom politischen Streik. Uwe, erzähl doch mal. Ja, genau, bevor ich das historisch machen werde, würde ich ganz kurz als generelle Einschätzung, ich würde das auch teilen, wir haben im Grunde die Ideen und wir haben die Lösungen. Wir haben immer ja auch schon gesagt, wir haben die technischen Lösungen und ich glaube, wir haben auch die Ideen, was gemacht werden müsste, und daraus schlussfolgert sich eigentlich, dass wir hier über eine Machtfrage reden und über eine politische Entscheidung, also so, und denke ich, vor dem wissenschaftlichen Hintergrund, also klimawissenschaftlichen Hintergrund, ist meine Überzeugung, dass die Klimabewegung mit allen Facetten, die noch dazukommen, die jetzt schon da sind und so weiter, dass das, sage ich jetzt als Historiker, mein Eindruck ist, dass die wichtigste soziale Bewegung, die der Planet je gesehen hat. Und gleichzeitig sind die Gewerkschaften einer der wichtigsten sozialen Akteure, die es in unserer Gesellschaft gibt. Und daher sollte sich auch entsprechend einbringen. Und das heißt, sobald es innerhalb der Gewerkschaften entsprechende Mehrheiten gibt, weil die müssen vielleicht auch erstmal geschaffen werden, die ganzen einigen Gewerkschaften, sollten die Gewerkschaften auch ihre Machtmittel, weil ich glaube, es ist eine politische Frage und eine Machtfrage, die Lösung auch umzusetzen, einsetzen. Die Gewerkschaften müssen dabei natürlich abwägen, bis zu welchem Grad sie bereit sind, Risiken einzugehen. Das hat was mit der Rechtslage zu tun und so weiter. Aber auch bei dem Punkt sollte unbedingt an der Tafel stehen, wenn das diskutiert wird, dass es nicht nur auf einem toten Planeten halt nicht nur keine Arbeitsplätze gibt, sondern halt auch keine Gewerkschaften. Genau.
Ich würde ganz kurz versuchen zu systematisieren, welche Streikformen es gibt. Alles außerhalb der Tarifstreiks. Und fange an mit einer Schrift von Walter Benjamin, 1921 hat er die geschrieben. Und die heißt Zur Kritik der Gewalt. Und Gewalt meint dabei nicht Ausschreitungen, Barrikaden und so weiter, sondern Gewalt heißt in diesem Zusammenhang eine Machtausübung. Ist so eine rechtsphilosophische Schrift. Ich lasse eigentlich fast alles weg, bis auf einen Punkt. Und zwar unterscheidet er einen proletarischen Generalstreik und einen politischen Generalstreik. Und für ihn ist der proletarische Generalstreik, das ist alles vor dem historischen Hintergrund zu sehen, ist in seinen Forderungen unbegrenzt. Unbegrenzter Ausstand, der sozusagen zum Ziel hat, alle bestehenden Verhältnisse umzustürzen. Und da reden wir jetzt erstmal zum 20. September überhaupt nicht drüber. Der politische Generalstreik ist für Benjamin sozusagen ein Generalstreik, der versucht, innerhalb eines großen Bestehenden die Machtverhältnisse zu verändern, ohne den gesamten Rahmen in Frage zu stellen. Und bei diesen Ausführungen hatte Benjamin den Generalstreik 1920 vor Augen, kann man glaube ich ziemlich sicher sagen, obwohl das nicht sagt. 1920 im März hatten so ein protofaschistische Truppen, also reaktionäre Freikorps, versucht, die Regierung der Weimarer Republik zu stürzen. Und die Arbeiterbewegung hat darauf mit einem Generalstreik geantwortet. Und so konnte dieser Putsch nach 4 Tagen ist der zusammengebrochen. Und wenn man jetzt sagt, das ist ein politischer Streik, mit dem, was Benjamin dazu gesagt hat, innerhalb eines großen Bestehenden die Machtverhältnisse zu verändern, lässt sich daran sehen, dass auch die Regierung zu diesem Generalstreik aufgerufen hat, um den Putsch zu verändern. Da waren natürlich die SPD mit drin, auch bürgerliche Parteien in der Regierung. Dieser Streik gegen den Kapp-Putsch war ein unbefristeter Generalstreik, der bis zur Erreichung seiner Forderung durchgeführt wurde. Also sogar noch länger, aber das steht nicht auf dem anderen Blatt. Genau, sowas nennt man dann vielleicht Kampfstreik oder auch Erzwingungsstreik. Also wie das auch im Tarifverhandlung oft ist, also Erzwingungsstreik, bis die Forderungen durch sind oder bis man verloren hat. Und mit Bezug auf den 20. September reden wir auch darüber nicht. Eine wesentlich schwächere Form sozusagen des Generalstreiks finden wir dann im Jahr 1948 in Westdeutschland. Und dabei handelt es sich im Gegensatz zum Erzwingungsstreik um einen sogenannten Demonstrationsstreik. Das heißt, eine öffentliche und kollektive Meinungsäußerung während der Arbeitszeit auf einen Tag befristet. Die Ausgangslage von 1948 ist mit der von heute vergleichbar, zum Beispiel den Punkt, dass die Gesellschaft damals wie auch heute vor einer großen Richtungsentscheidung steht. 1948 standen sich da gemeinwirtschaftliche und Ansätze und ein ganz früher Neoliberalismus gegenüber, die Gesellschaften und Bevölkerungsmehrheiten, also es zeigt sich an vielen verschiedenen Abstimmungen, die ich jetzt hier nicht ausführe, tendiert Richtung Wirtschaftsdemokratie und Sozialisierung. Und Ludwig Erhard, natürlich nicht er alleine, sondern auch viele andere, wollten die freie Marktwirtschaft. Haben auch angefangen, das umzusetzen. Und Erhard war Wirtschaftsminister und hatte dadurch ganz, ganz große Machtbefugnisse. Und die Gewerkschaften hatten in erster Linie Millionen von Mitgliedern. Es gab vor dem Generalstreik schon flächendeckende lokale Proteste, große Demonstrationen und so weiter. Und die haben aber auch nur kosmetische Maßnahmen erreicht. Darf ich sagen, eine gewisse Parallele zu erkennen. Und dann wuchs halt innerhalb der Gewerkschaften der Druck auf die Gewerkschaftsführung, jetzt endlich einen Generalstreik auszurufen. Und dem sind sie dann auch irgendwann nach Kriegshöhen gefolgt. Und dann, das war dann am 12. November. Ja, so genau. Alles im Kippen, ja. So? Ja, genau. Quasi genau so. So, ja. Okay. Das ist auch nicht so anstrengend. Also am 12. November 1948 haben dann, das war auch ein Freitag, haben ungefähr 80% der unabhängigen Arbeit niedergelegt, um die Wirtschaftspolitik gegen die Wirtschaftspolitik von Erhard zu demonstrieren. Und damit haben sie allein diesen einen Tag tatsächlich eine substanzielle Änderung des wirtschaftspolitischen Kurses erreicht, mehr soziale Absicherung und die Begrenzung des Marktmechanismus in wirklich vielen wichtigen Bereichen. Und dazu kommt noch, dass gleichzeitig sich auch das Sprechen geändert hat. Das heißt, dann wurde nicht mehr von der freien Marktwirtschaft geredet, sondern von der uns allen bekannten sozialen Marktwirtschaft. Und das war auch vorher nicht der Fall.
Insofern hat dieser kleine Generalstreik als Demonstrationsstreik trotz dieser Begrenzung auf einen einzelnen Tag den Kurs dann des Feststaats entscheidend mitgeprägt. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau das, was ich anfangs gemeint hatte mit der Unterscheidung politischer Generalstreik. Da haben wir innerhalb des Bestehenden sozusagen trotzdem große Änderungen, kann man beobachten. Und alle folgenden Streikaktionen der Bundesrepublik, außerhalb von Tarifstreiks, also das, was wir politische Streiks nennen, fallen genau in Kategorien, nämlich befristet und demonstrativ. Und da war kein Generalstreik bei. Und also diese Streiks, die sozusagen ja gar nicht die stärkste Form von Streik sind, sind in der Bundesrepublik, anders als in fast allen anderen Ländern in Europa, gerichtlich als illegal eingestuft worden. Gerichtlich. Und es gibt in der Bundesrepublik aber kein Gesetz, weder im Grundgesetz, noch anderswo, die Arbeitsniederlegung befristete aus politischen Gründen untersagen. Die Rechtsfragen, beziehungsweise ist halt sozusagen Richterrecht, und das ist wesentlich geprägt worden von zwei Juristen, und zwar von Erich Vosthoff, Erich heißt der Deutschland, und Hans-Karl Lipperdey. Und beide waren wirklich entscheidende, wichtige Juristen im Nationalsozialismus. Also Hans-Karl Lipperdey hat zum Beispiel das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, das war das zentrale Gesetz im Arbeitssektor, kommentiert und herausgegeben. Und der ist dann später Bundesarbeitsgerichtspräsident geworden, der erste unter Bundesverdienstkreuzen gekriegt. Und die beiden Juristen haben in den 50ern in der Zeitschrift der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ihre juristischen Auffassungen dargelegt und konnten sich in der Ära Adenauer dann damit durchsetzen. Und das ist bis heute super, super einflussreich, diese Richtungsentscheidung in den 50ern durch Richterrecht oder politische Streiks als illegal einzustufen. Ja, der Lipperdey hat Heere von Juristen ausgebildet. Der war ja auch Hochschulprofessor. Ja, genau. Genau, und trotzdem gab es aber auch in der BRD immer in der Arbeitsniederlegung, die politisch motiviert waren. Nicht als Erzwingungsstreik, sondern als kurze, was einige Stunden lange Demonstrationsstreik. Und das ist ja sozusagen, glaube ich, auch das, wo wir am Freitag, den 20. September oder bei dem, was noch folgen wird, weil diese Frage wird uns nicht mehr loslassen, da bin ich halt ziemlich von überzeugt, erstmal zur Debatte steht. Und wir haben das 1968 als Demonstration gegen die Notstandsgesetze, wir haben das 1972, um den Misstrauens, also den versuchten Sturz und den Brand dagegen zu demonstrieren. Wir haben das 1986 ganz massiv, da wurde der Paragraph 116 im Arbeitsförderungsgesetz, einigen wird das vielleicht was sagen, der gilt in seiner jetzigen Form als Streikverhinderungsparagraph. Und ist damals geändert worden. Und gegen diese Änderungen gab es halt sind mehrere hunderttausend und an einem Tag sogar 1 Million Leute aus dem Trieben auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Und solche Streiks gab es aber auch bei drohenden Arbeitsplatzverlusten, wo es dann über die Demonstration von kurzfristigen Demonstrationen hinausging. Da haben wir zum Beispiel Duisburg-Rheinhausen 1987. Und bei der Schließung des Stahlwerks und wo eine ganze Region quasi im Ausstand war und in Bischofferode bei der Schließung des Kalkbergbaus, um nur zwei wirklich prominente Fälle zu nennen. Obwohl die Gewerkschaften da in den meisten Fällen nicht offiziell so aufgerufen hatten, ist es dabei selten zur Abmahnung oder Kündigung gekommen. Ich will das nicht kleinreden, die Forschungslage ist ja auch nicht besonders gut oder ich musste zu schnell forschen, um sozusagen alles zu finden. Das habe ich jetzt auch überraschen, seid nicht allein. Ich will das nicht kleinreden, das ist immer ein Risiko, wenn man es ohne den Schirm der Gewerkschaft macht. Aber es gab zum Beispiel 1986 Abmahnungen und Kündigungen, die wieder zurückgenommen werden mussten, weil die Unternehmer gemerkt haben, dass sie da wirklich in Bedrängnis kommen, und dann wurden Kündigungen wieder zurückgenommen. Da hatte die Solidaritätskampagne für die Entlassung gerade erst angefangen. Und dann das sind sozusagen, spricht auch einen Punkt an, der in der Debatte ganz oft unterschlagen wird, in der Frage von Rechtmäßigkeit und politischen Streiks, nämlich dass Rechtsfragen meiner Meinung nach immer Machtfragen sind, auch. Und dazu kann ich zum Beispiel den Sozialwissenschaftler Jörg Nowak zitieren, der ist vom ZDF interviewt worden zu Gewerkschaften und Klima, und der sagt,
Ob gewerkschaftliche Streiks gegen die Klimakatastrophe illegalisiert werden, wird erheblich von den politischen Kräfteverhältnissen abhängig sein. Und ob es Kläger gibt, die sich der öffentlichen Meinung stellen wollen. Anlässlich des Klimastreiks reden wir bislang also über Meinungsäußerungen während der Arbeitszeit. Meiner Meinung nach wird besteht Demokratie nicht nur aus Parlamenten, sondern und Meinungsfreiheit hört auch nicht nach Betätigung der Stechuhr auf. Zusätzlich denke ich, dass das Brechen mit bisherigen Geflogenheiten im Falle von NS-Traditionen eigentlich immer eine gute Idee ist und dass so ein kleiner Weltuntergang eigentlich ein guter Anlass dafür ist. Danke dir auch für deine Einschätzung und die historische Einordnung. Ich würde jetzt, bevor wir das Gespräch mit euch öffnen, gerne euch hier vorne sitzen, denn die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können wir das so machen, dass ihr mir irgendwie kenntlich macht, wenn ihr was sagen wollt und ich das ein Mikrofon bei mir behalte und ihr das andere untereinander hergibt. Das sind großartig. Wir hatten gedacht, wenn du möchtest, Hartmut, nochmal was zum Thema so der sozialen Situation, die jetzt angesprochen wurde, zu sagen. Ansonsten würde ich auch gerne einfach das Mikro in den Kreis reichen. Und ich würde einmal das drücken. Dankeschön. Ja, das Thema ist ja auch Gerechtigkeit und ich finde, der Klimawandel ist ja eines der ungerechtesten Ereignisse oder Vorgänge überhaupt in verschiedenen Dimensionen. Und das möchte ich einfach mal kurz noch allen ins Bewusstsein rufen. Wir haben ja das Generationenproblem schon angesprochen, diese zeitliche Dimension, die Ungerechtigkeit. Aber es hat auch eine globale Dimension, dass die Menschen im globalen Süden am meisten unter den Folgen zu leiden haben, die wir im globalen Norden verursacht haben. Es hat auch eine soziale Dimension. Ich war auch überrascht, jetzt auf einer Konferenz ein Poster zu sehen mit dem Titel, man solle sich mehr auf die Reichen konzentrieren, wenn es um den Klimawandel geht. Und da war eine interessante Zahl genannt, dass nämlich die 0,5% reichsten Menschen der Welt genauso viel Emissionen verursachen wie die ärmere Hälfte, also die 50% der Bevölkerung der Welt. Jemand, der zu diesen 0,5% gehört, emittiert 100-mal mehr im Schnitt. Und dann kann man gucken, wie sich das verteilt. Und klar, es sind natürlich dann auch viele Reisen, die riesigen Häuser und so weiter. Und das ist auch für mich persönlich eine Frage, wie das in Zukunft sein wird. Ob man, denn die Schere, wissen wir ja alle, zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Und wer wird die Lasten tragen? Was wäre gerecht, wenn die Lasten dort getragen werden, wo sie getragen werden können? Nämlich, wo Geld da ist. Ich bin gespannt, wie das die Politik dann sehen wird. Dann ist das von den 0,5% quasi bezahlt. Ja, steht, wenn wir jetzt einmal, dann macht du nichts. Ja, ich wollte noch was. Also da anschließend sagen, eigentlich, was ich nämlich auch wichtig finde, einfach auch in der Diskussion, die wir führen müssen, auch in der Arbeiterbewegung, wer wird denn im Fall der sich entwickelnden Krise da zur Kasse gebeten werden? Also das, natürlich werden wir das wieder sein. Und das ist auch eine Kombination, die wir vor der bestehen, von der ökonomischen Krise, die wir eh haben, also wo wir einfach die Märkte voll sind und eben, also wir haben eine stehende ökonomische Krise, wo eben die Frage nach Absatzmärkten, nach Möglichkeiten, wo die Erde mehr oder weniger auf, also jede Menge Kapital in die Frage stellt, wo wird das neue investiert, wo kann das neue Rendite, wo gibt es gute Renditemöglichkeiten fürs Kapital, wo es über den Erdball jagt und in die verschiedenen Bereiche rein. Wo es dann eben auch ein bisschen, also zu den ganzen Handelskriegen, die wir haben, wo es eine gegenseitige Entwicklung, aber also wo es eine
kombinierte Entwicklung mit der ökologischen Krise auch gibt. Also wo wir jetzt auch den Handelskrieg, also der Handelskrieg, der jetzt stattfindet, ja auch direkte Auswirkungen zum Beispiel, also was jetzt in Brasilien passiert, dann ja auch was damit zu tun hat, wie die Situation der Handelskrieg zwischen den USA und China abläuft. Und wo sich eben wenn es darum geht, dass das Kapital, was jetzt in der ökologischen Krise Probleme hat, sich irgendwie schadlos halten muss, weil die Profite müssen gesichert werden, sonst bricht irgendein Sektor zusammen oder ein wichtiger Unternehmen oder eine Bank, die nicht untergehen darf, wer wird dann da zur Kasse gebeten? Und insofern hängen diese Fragen ganz, ganz eng zusammen. Also weil die ökologische Krise ist eine ökonomische Krise. Das ist nicht voneinander zu trennen, weil also, wenn wir mehr und mehr katastrophale Ereignisse haben, dann sind die stellt sich automatisch die Frage, wer kommt da auf dafür. Also ich meine, im globalen Süden ist es sehr eindrücklich, also wo man dann eben gerade in den Fällen von Zerstörungen eben sehr deutlich sieht, wie massiv die Zerstörung in Gebieten der armen Bevölkerung ist und wie wenig da sozusagen der reiche Teil der Bevölkerung davon betroffen ist. Aber das ist ja hier auch so, wenn es darum geht, wenn es um Schließungen, um Betriebsschließungen geht, wen betrifft es dann in erster Linie? Und das betrifft uns und insofern ist dies eine urgewerkschaftliche Frage auch. Es ist eine total ökonomische Frage zugleich, die ökologische Krise. Das werden auch viele heiße Kriege dann wieder für das Rüstungskapital geführt, die auch von Äckern zerstören. Ja, aber das gehört da rein, er hat nur von Handelskriegen gesprochen. Ja. Ich lasse total viel aus. Wir können auch nicht alles abdecken, aber ich möchte jetzt mal den Punkt, den Hartmut Ehner aufgeworfen hat, nutzen, um zu erklären, wieso Fridays for Future ausgerechnet eine CO2-Steuer fordert. Das tun wir ja, und zwar noch dieses Jahr. Und zwar eine, die Kosten, die jede Tonne CO2 verursacht, die Folgekosten deckt. Und laut Umweltbundesamt sind es eben mindestens 180 Euro pro Tonne. Im Moment sind es 26, wie gesagt, auch nur die wenigsten zahlen müssen, denn wenn wir mit dem Pkw rumfahren, dann zahlen wir auch keine CO2-Steuer. Ja. Also erstmal eine CO2-Bepreisung ist auf jeden Fall notwendig. Wir wissen, dass so wie unser Wirtschaftssystem im Moment funktioniert, gerade global, alles, was wir weghaben wollen, teuer sein muss. Es geht immer nur über den Geldbeutel. Und wir wissen damit auch, dass es nie ganz gerecht sein wird. Aber die CO2-Steuer ist mit Sicherheit die beste unter den schlechten bzw. die beste unter den ungerechten Möglichkeiten. Denn wenn man sich mal eine möglichst reine Form von einer Alternative ausdenken möchte, findet man die sogar in einer Partei, die im Moment im Deutschen Bundestag vertreten ist, dass man sich nämlich ausrechnet, so viel CO2-Budget haben wir noch. Und dann wird dieses ganze CO2-Budget eingeteilt in kleine Zertifikate und die kann dann jeder kaufen. Der Markt bestimmt den Preis. Was natürlich dazu führen würde, dass gerade die schon die letzten Jahrzehnte viel emittiert haben, sich jetzt auch viel Emissionen leisten könnten. Was nochmal viel ungerechter ist, als wenn erstmal jeder auf die Tonne das Gleiche zahlt. Und vor allem darf man eine Sache nicht vergessen, wir haben zwar schon darüber geredet, dass die Klimakrise zeigt, dass unsere Demokratie alles andere als perfekt funktioniert, aber es ist eine Demokratie und eine CO2-Steuer ist anders als ein CO2-Preis, der mit Zertifikaten auf dem Markt generiert wird, ein Preis für CO2, der der parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Und das sollten wir anstreben, dass die parlamentarische Kontrolle über solche ganz entscheidenden Mittel gewährleistet ist. Jetzt mache ich einen kleinen Themensprung, aber ich habe noch eine Frage, die gerade eben aufgetaucht ist, dass du eine gesprochen hast. Also deine Kolleginnen und Kollegen scheinen schon genau zu beobachten, was passiert, weil es für Future allerdings scheint es kein großes Thema zu sein. Befeuert unsere Bewegung, unser Aktivismus bei vielen die Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren? Ich glaube nicht in meinem Bereich.
Und ja, so, wie, so stressig wie das ist, ist auch immer so eine Sache mit dem Arbeitsfluss oder das Setting. Ist ja immer eine Frage der Alternativen. Also wir brauchen ja eigentlich unsere Arbeitskraft. Das ist ja so die normale Attitüde. So. Und wenn es dann andere Alternativen gibt, manche sind dann vielleicht gar nicht so traurig, so wie das da bezahlt ist und wie die Situation da ist. Nee, aber Spaß beiseite, ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Also diese Frage des Arbeitsplatzverlustes. Und die hängt ja auch damit. Und wo dann eben die Frage ist, ja, wer zahlt denn dafür am Ende existenziell mit für gerade den Kohleausstieg? Also warum sollen wir dann als Gesellschaft kommen eigentlich die Verantwortlichen, die den diese Klimakrise befeuern im wahrsten Sinne des Wortes? Warum sollen die dann möglichst schadlos da rumkommen? Also warum? Also die Industrie oder das Kapital, was jetzt in der Kohleindustrie steckt. Das wird jetzt nicht groß leid, so groß leid, dem werden halt zukünftige Gewinne vielleicht ein bisschen verhagelt werden, aber ansonsten wird es sich seinen Weg suchen. Also die Leute, die sich da jetzt reich geworden sind, auf unserem Rücken, die werden ja nicht belangt. Das ist zumindest nicht nach dem jetzigen Plan. Während ein Haufen Leute, die da in dem Bereich arbeiten oder beziehungsweise in manchen Situationen ganze Regionen dann eben nicht mehr wissen, wie es morgen weitergehen soll. Und da finde ich schon, die zentrale Frage ist ja auch, die Kohleindustrie zum Beispiel, also wenn wir von Kohleausstieg reden, das ja so ein Thema ist, die da zur Kasse zu bitten und die dafür aufkommen zu lassen, warum sollen, also dass eben die Möglichkeit, also die weiterbezahlt werden, dass das gesichert wird, dass die Kohleindustrie für das Kohlekapital selber dafür da zur Kasse gebeten wird. Und nicht wieder wir über unsere Steuergelder oder eben wir einfach in die Röhre schauen. Und ich glaube, das ist so diese Gerechtigkeitsdiskussion, die da ganz zentral ist. Weil so, wie es jetzt diskutiert wird, auch von den Leuten, die der Umstellung, der Klimarettung sozusagen, unter dem Motto reden, da wird es so aussehen, dass eben das Kapital, was die ganze Zeit davon profitiert hat, dass es den Planeten zu Tode reitet und dann eben die Grundlagen jedes allen Reichtums und aller Zivilisationen, die unterlebt, zerstört, am Ende nicht dafür zahlen muss. Und das, was in dem Zusammenhang ist für mich die Perspektive auch, also ich bin ja auch selber Sozialist und das ist nicht von ungefähr, habe das auch mit der das hat auch mit der Klimafrage eine ganz enge Verbindung, weil was du sagst, wir leben in einer Demokratie, okay, aber Demokratie hat keine, also offensichtlich ganz wenig Möglichkeiten des Einflusses auf die großen Kapitale. Also wir reden hier immer schon sehr zurückhaltend von, wir müssen irgendwie, also wenn wir angucken, wie in der Politik geredet wird, ja, wir müssen irgendwelche Anreize schaffen, wir müssen mal fragen, wir müssen uns überlegen, welche Tricks, wie wir den Leuten mit den dicken Taschen sagen können, hey, da drüben kannst du deine Taschen noch viel besser füllen in Zukunft. Deine Taschen, da gehen wir auch nicht groß ran, die du dir schon gefüllt hast. Und das ist ein Problem. Das ist ein grundsätzliches demokratisches Problem auch. Also wo wir, wo für mich, also da bin ich nochmal Shoutout an Kollektivierungs-Kevin, beziehungsweise die seine Worte einfach nochmal in die Welt besonnen haben, weil für den User-Vorsitzenden war es ja nicht jetzt großartig kreativ eigentlich. Aber und eben auch vor allem an die Enteignungskampagne hier in der Mietenfrage, weil ja, die Frage finde ich ganz zentral. Also warum enteignen wir die großen Klimasünder nicht? Warum machen wir nicht, also wenn wir wirklich ein ernsthaftes Problem haben, dann erfordert es wirklich ernsthafte Maßnahmen. Und ein Green New Deal, der irgendwie dann auch noch, also das ist nämlich ein Problem mit dem Green New Deal, der sozusagen, wir müssen massiv Steuergelder den großen Klimasündern geben, damit sie dann das Geld von uns kriegen, um die Infrastruktur profitabel zu bauen, damit wir dann nicht vor die Hunde gehen. Warum nehmen wir denen, die jetzt reich geworden sind, noch und nöcher und jeden Tag reicher werden, auf unsere Kosten, auf unser Leben kosten und also auf unsere Zukunft kosten, warum nehmen wir nicht einfach, warum sagen wir, okay, ihr habt jetzt lange genug gefeiert und jetzt übernehmen wir
die Führung und sagen, wir können sozialverträglich aus dem Kohleausstieg sofort machen, schnellstmöglich, wie es notwendig ist. Wir können massiv, und zwar nicht, indem wir private Konzerne damit beauftragen und die das profitabel gestalten, sondern wir machen aus Steuergeldern, können wir massive Programme machen, um eben alternative Energiemodelle, um dem Kollaps Herr zu werden. Also das ist für mich eine demokratische Frage, die ganz zentral dabei ist, weil dieses mit dem Anreizen, also ich finde das, ich glaube, es ist notwendig für die Arbeiterbewegung selber überhaupt eine eigene Position zu machen, weil es eben droht, egal in welche Richtung, dass wir die Zeche zahlen. Und im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal was aufhalten. Genau, und im anderen, ich gebe gleich mal ein Mikrofon ab. Ich will das noch einmal. Ja, so es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, nämlich dass wir nicht nur die großen Klimasünder wahrscheinlich dafür subventionieren müssen, dass wir die Infrastruktur für die ökologische Wende bauen müssen, sondern wir subventionieren sie im Moment immer noch, dass sie die ökologische Krise weiter verschlimmern. Eine weitere Forderung von Fridays for Future, dieses Jahr noch die Subventionen für alle fossilen Energieträger abzubauen. Ich wollte zu mehreren kleinen Punkten gerne was sagen. Als erstes würde ich ab und immer gerne fragen, es gibt da so ein zentrales Problem, dass wir weltweit eigentlich jetzt handeln müssen, um irgendwas in 10 oder 20 Jahren zu verhindern. Das ist wahrscheinlich psychologisch nicht gerade eine einfache Aufgabe, da Leute von uns zu überzeugen. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, Unternehmen haben, glaube ich, 5 Jahre Schritte maximal. Tatsächlich, weil ich das weiß, wo die Dividende sozusagen hinausgerichtet wird. Wir haben im Parlamentswahlen auch 4 bis 6 Jahre maximal. Und da würde mich interessieren, ob das unter KlimaforscherInnen sozusagen in der Sache erst besprochen wird und wie man dem vielleicht begegnen kann, weil ich vermute mal, viele von euch das ja schon viel, viel länger diskutieren als wir. Ich glaube, Green New Deal, ich glaube, in den USA ist es tatsächlich auch ein bisschen anders diskutiert mit einer Vermögensteuer und auch im Zusammenhang mit, ich weiß nicht, wie die entsprechende Parole heißt, Make Them Pay oder Make Polluters Pay, weil da ganz, ganz prominent diese Exxon-Geschichte mit der Studie, dass sie seit 40 Jahren eigentlich genau wissen, was sie da tun. Und Millionen, wenn nicht Milliarden, in die Desinformation gesteckt haben und sie jetzt sozusagen ganz große, also von außen betrachtet, ich kann es nicht genau einschätzen, aber eine relativ große Bewegung gibt, dass sie entschädigen müssen und Klimafolgekosten zahlen müssen. Und da denke ich jetzt, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, als Beispiel RWE, da haben wir nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich RWE ist quasi ein Symbol für so ein fossiles Zeitalter, das ist größtenteils im Kommunalbesitz. Das war erstmals gemacht worden, damit die Gesellschaft über die Ruhrkohle quasi mitbestimmen kann, was natürlich andersrum passiert ist. Aber trotzdem haben wir die Verflechtung von fossilen Parteien, sag ich jetzt mal, und RWE, die ganz, ganz massiv sind und die haben immer noch der Streubesitz von RWE in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen ganz massiv. Und da müssen wir, also wenn man das jetzt verstaatlichen, vergesellschaften würde, und da müssen wir erstmal gucken, dass da nicht wieder der Oberbürgermeister von Köln entscheidet oder von Bottrop oder so, weil das halt ein großes Ding ist. So, ja. Und dann finde ich dann noch eine sehr, sehr spannende Frage tatsächlich, Mehrheiten in Gewerkschaften, wie wird das überhaupt diskutiert? Wird es überhaupt diskutiert? Du meintest, bestimmte Informationen hättest du beim Suchen für diese Veranstaltung gefunden, dass er sozusagen in der Klimaallianz ist, so ungefähr. Und da haben wir natürlich noch andere, ganz andere Baustellen, die Autoindustrie, was sozusagen die Machtbasis der IG Metall ist, oder eine wichtige. Und da ist die Frage, ja, dass die Leute müssen ja eigentlich mitziehen. Und da gibt es so eine, bei einem ganz kleinen, quasi eine Geschichte, die ein bisschen Hoffnung macht, also aus Belfast, glaube ich, oder so, wo es
wo es eine Werft gibt, die, ich glaube, bekannt geworden, weil die Titanic gebaut worden ist, ist jetzt geschlossen worden, die Leute haben ihren Arbeitsplatz verloren und haben ihre Werft besetzt und gesagt, wir wollen Erneuerbare hier drin bauen. Und haben das einfach besetzt gehalten und haben durch den politischen Druck auch erste Zugeständnisse erreicht. Ich erzähle das nicht, weil ich das für wahrscheinlich halte, dass morgen Mercedes-Benz besetzt wird und alle sagen, wir wollen jetzt hier Velo, also wir wollen jetzt hier E-Fahrräder bauen oder so. Aber sozusagen als Idee, dass es sozusagen ja nicht gegen die Leute geht und gehen soll, also die Kolleginnen und Kollegen, die bei der in der Autoindustrie arbeiten, sondern dass die eigentlich verstehen und akzeptieren müssen, was ich auch nur, also was die Prognosen sind, wo es hingeht. Und dass es auf gar keinen Fall geht. Und dass sie quasi da gerne Teil der Lösung sein wollen. Herr Schmidt, magst du eine Frage antworten, die Uwe dem stellte? Die lautete, welche Probleme die KlimaforscherInnen. Ob es Erfahrungen gibt, wie man sowas kommuniziert, sozusagen, dass längere Zeiträume in Betracht sind und jetzt aber Entscheidungen da sein müssen. Ja, wir sind eigentlich keine Kommunikationsexperten. Wir haben das auch die letzten 30 Jahre nicht hingekriegt. Da musste eben eine 16-Jährige kommen und zeigen, wie es geht. Und Fridays for Future. Ne? Das ist, glaube ich, eure Rolle. Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, wieso eine 16-Jährige so eine durchschlagende Wirkung hatte. Natürlich liegt es auch ein bisschen in ihrer Person, aber als jugendliche Generation kann man sehr seriös darüber sprechen, warum etwas in 30 Jahren wichtig sein wird. Und deswegen ist es auch ganz, ganz zentral, dass wir die ganzen Schülerinnen und Schüler, auch wenn jetzt irgendwann mal die ganzen Fridays for Future Anfänger sozusagen nach und nach aus der Schule rauskommen, werden die nächsten Jahre auch weiterhin daran denken, dass die ganzen 8, 9, 10 Klässler sehr seriös darlegen können, was in 30 Jahren ihr Leben betreffen wird. Ich würde da mal einmal aus meiner jugendlichen Person anschließen. Nicht nur, dass wir einfach recht haben mit dem, was wir sagen, sondern auch die bewusste Entscheidung für das Mittelstreik, für nicht in die Schule gehen, nicht in die Uni gehen und zu sagen, hey, wir zwingen euch jetzt, uns zuzuhören, weil ich sonst nicht mache. Ich glaube, da können wir ein ganz gutes Vorbild für so manch andere sein. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch super spannend mit der, diesem Vergleich zu dem Aufruf jetzt, ja, geht mal alle zum Klimastreik hin am Freitag. Also von Seiten der Gewerkschaftsführung, aber in eurer Freizeit bitte. Und dann, wir hatten ja diese Diskussion. Also, warum am Freitag? Warum nicht am Samstag? Genau, warum nicht am Wochenende? Macht es doch in eurer Freizeit. Und zu Recht wurde gesagt, nein, das macht viel mehr Druck, wenn man jeden Freitag oder am Freitag sozusagen wirklich was beschreibt. Und auch das kann ich einfach nochmal an dieser Stelle an die Gewerkschaftsführung unterhalten. Also es gab diese Diskussion, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, warum es richtig war zu sagen, nein, nee, die Jugendlichen machen das richtig, Fridays for Future am Freitag, nicht in ihrer Freizeit, sondern sozusagen zu ihrer Arbeitszeit zu streiken und genau, das sollten wir auch machen. Also es gibt gar keinen Grund, warum wir jetzt aber in unserer Freizeit das machen sollten. Also irgendwie drehen sich da, also which side are you on? Aber noch ein anderer Punkt mit der Kurzfristigkeit oder auch eine Frage, die glaube ich sich auch ganz gut verbinden ließe vielleicht zu der langfristigen Zielsetzung und den kurzfristigeren Interessen, ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung, die auch aufgekommen ist vielleicht. Also nämlich die Notwendigkeit, die wir hier haben eigentlich, gerade im Zuge der unermesslich gesteigerten Produktivität,
dass wenn wir hier zurückfahren müssen, was die Verschmutzung angeht, ist dann eigentlich eine ganz gute Verbindung zu der berechtigten Forderung der Arbeitszeitverkürzung gibt. Das wäre eine Vier Tage Woche, freitags für die Zukunft. Zum Beispiel, genau. Oder, also da ist ein Kampf, der stattfindet, wo auch es innerhalb der IG Metall zum Beispiel ja auch eine ganz starke Front dafür gab, die Arbeitszeit zu verkürzen. Aber eben auch da sich eben die Frage stellt, also müssen wir wirklich eigentlich uns hier zu Tode rackern, um letztendlich den Planeten hier mit Müll zu überfluten? Also das ist ja auch so noch ein anderes Thema nebenbei, wie viel weil hier im Kapitalismus wird ja produziert von den Firmen, damit sie den Kram verkaufen. Also wir haben so eine verrückten Sachen wie Abwrackprämie. Also ich erinnere mich da noch ganz gut dran. Die wieder im Spiel ist. Abwrackprämie. Ja, also wir zahlen aus Steuergeldern auf den Zuschuss, damit ihr euch alle neue Kabel kauft. Was für eine Verschwendung von menschlicher Arbeitskraft und Naturressourcen. Und das hat man ja ständig. Das war nur ein Beispiel, wo es mal so ein großes Thema war, aber wir haben ständig Situationen, wo einfach so viel wird auch produziert für den Müll, weil es ja auffällig, also gar nicht, weil es geht gar nicht, also die Kapitalisten sind nicht böse oder so, also sowas gehe ich gar nicht. Das macht ja, ich wäre ja blöd, wenn ich Sachen verkaufen würde, die ewig halten. Und dann verkaufe ich sie jedem einmal und dann ist was ist. Sondern deswegen macht es ja Sinn, dass dieses geplante Obsoleszenz, dass die Situation so massiv gibt, dass so viele Sachen wirklich produziert werden, damit sie nur so und so. Und das ist auch so eine, also wir müssen gar nicht so viel uns zu Tode arbeiten. Wir könnten eigentlich die Arbeitszeit massiv reduzieren und wir könnten eine andere Wirtschaft auch so mit durchsetzen. Also ich denke, da so eine Vermittlung zwischen, also es gibt, glaube ich, einige Verbindungen, also oder was ich gesagt habe mit dem Nahverkehr. Also es gibt direkte Verbindungen und die, glaube ich, gilt es zu nutzen in unseren Herrschaften. Dankeschön. So, Dankeschön. Genau, ich probiere dir so ein Zeichen zu geben, gerade ich hoffe, das nicht gesehen. Bevor wir einmal die Runde öffnen würden, haben wir sehr coolerweise eine Grußbotschaft von einer Umweltaktivistin aus Brasilien erhalten, die ja gerade quasi eben auf der anderen Seite des Planeten stehen und in der Situation sind, dass der Klimawandel sie ganz krass und ganz direkt betrifft. Hallo, ich bin Marie und bin Basisstudentin an der Universidade Federal do Rio Grande do Norte im Nordosten Brasiliens. Ich bin auch Mitglied des MRTs, die Bewegung der revolutionären Arbeitern. Hier in Brasilien kämpfen wir gegen Bolsonaro, dessen Wahlsieg von der Börse vollkommen gefeiert wurde. Arbeiterrechte, indigenes Leben und Ökologie werden vollkommen Kapitalinteressen geopfert. Deswegen stirbt Amazonien. Dafür werden Soja-, Holz- und Fleischexporte an die Unternehmen an den USA und auch an der Europäischen Union nur gestiegen. Die ganze Welt kennt die dramatischen Bilder der Zerstörung des Regenwaldes. So sind unter Bolsonaro, der die ganze Zeit über eine Klimalüge redet, die Brände im Regenwald um 222% im Vergleich zum letzten Jahres gestiegen. Wir denken, dass wir Studierende und Arbeiter und Arbeiterinnen uns vereinigen müssen, um gegen die Zerstörung des Regenwaldes, die Bildungskürzungen und die Rentenreform zu kämpfen. In der ganzen Welt wollen die Kapitalisten, dass wir für die schwelende ökologische und ökonomische Krise bezahlen. Deswegen müssen wir uns weltweit zusammenschließen. Leider gibt es eine patriotische Bürokratie in den Gewerkschaften und den Organen der Studierenden, die nicht bereit ist, mit aller Kraft den Kampf gegen Bolsonaros Reform und für eine andere Klimapolitik zu organisieren. Dabei könnte die Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter über die Wertschöpfung die mörderische Macht der Bosse brechen, auf der ganzen Welt. Deswegen begrüßen wir es, dass heute in Berlin diese Diskussion über einen echten Klimastreik stattfindet. Wie sieht es aus für euch? Ich weiter sammeln, wollt ihr was sagen? Sonst, ich habe jede Menge Menschen hier vor mir auf der Liste. Okay, vielleicht noch eine Wortmeldung, dann gebe ich einfach hier weiter. Genau, einmal der Mensch in der Jacke hier.
Also, danke schön. Mein Name ist Chris, ich bin Aktivist bei Fridays, Parents and Together for Future. Eine Anmerkung, eine Anregung, eine Frage. Anmerkung, dass vorhin gefragt, wie kann man das kommunizieren, also Klimaschutz und Aktion von Leuten. Nur ein Tipp, climateoutreach.org, ein internationaler NGO, der beschäftigt sich seit 10 Jahren mit Klimakommunikation. Also was für Worte, was für Ansprachen und wie man mit Leuten kommuniziert, um das psychologisch am besten zu beeinflussen, also nicht zu manipulieren. climateoutreach.org. Eine Anregung, die Scientists haben ja auch Wirtschaftswissenschaftler. Wäre doch mal interessant zu wissen, wie viel der Steuergelder jetzt für nicht nachhaltige Projekte, nicht nur die Kohle, sondern alles zusammen mal ausgegeben wird, das mal aufzurechnen. Weil die Kohle-Milliardenzahl, die war schon sehr beeindruckend, die auch schon gut kommunizieren. Und dann nochmal die Frage, weil es geht ja um Klimastreik, Gewerkschaften im Klimastreik, und da ist ja jetzt einer am Freitag, glaube ich. Was könnte man jetzt noch die Woche machen? Wie könnte man denn jetzt noch die Bewegung irgendwie aktivieren und vielleicht da man die Gewerkschaften oder da man ja nicht gegen bestimmte Firmen demonstrieren kann oder streiken darf, vielleicht könnte man ja gegen den Betriebsrat oder den Vorstand streiken, die falsche Entscheidung getroffen haben in Bezug auf den 20.09. Haben Sie jetzt jedes Wort geben und dann den einmal antworten wir auch. Okay, vielleicht ein Satz zu der Sorge, dass das wieder die sozusagen der Bürger zahlen muss. Ich bin ja Mitglied in einem Verein, der heißt CO2-Abgabe e.V. und die reden immer von einer CO2-Abgabe und nicht von einer CO2-Steuer. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also so wie der Verein das vorschlägt, ist es ja so, dass für die meisten Bürger mehr Geld am Ende des Jahres übrig bleibt, wenn sie sich eben einigermaßen ökologisch verhalten. Und ich denke, das ist auch der Sinn bei einer vernünftigen CO2-Steuer. Ich weiß aber, dass nicht alle Parteien in der Regierung so ein Konzept unterstützen. Ein Satz vielleicht noch zu den Forderungen, weil gesagt worden ist, Fridays for Future soll konkretere Forderungen stellen. Ich finde die Forderungen sehr konkret. Manchmal sind mir die fast zu konkret. Ich weiß, dass ihr in Brandenburg unglaublich detailliertes Forderungspaket vorgelegt habt, wo ich dachte, wow, also wir Scientists for Future sehen ja unsere Rolle so, dass wir nicht konkrete Forderungen stellen. Wir sagen nur, ihr müsst das Klimaschutzabkommen einhalten und wir warten eigentlich auf Vorschläge aus der Regierung. Es ist ja auch so, dass Wissenschaftler durchaus Studien machen und Lösungsoptionen aufzeigen. Aber letztendlich muss das ja dann von der Politik kommen. Also wir sind nicht dafür da, dann die Hausaufgaben zu machen. Jetzt wäre Sprechfrage. Ist dadurch, dass die Führung von unseren Organisationen die Möglichkeit hätten, sozusagen einen großen Aufruf zu machen, den vermutlich sich nicht anders überlegen und den auch bis zum 20. machen in der nächsten Woche, ist es sozusagen ein bisschen schwierig, gerade in der Situation, dass die Gewerkschaften relativ stark eine Tradition, eine bürokratische Tradition in Deutschland haben, sehr viel von oben nach unten läuft, ist also das gewerkschaftliche Leben auch vielfach gelitten hat. Ansonsten, da wo es das gibt, da gibt es das Recht auf Streik trotzdem und da werden sich Mutige finden. Also ich habe blöderweise frei, aber ansonsten auf jeden Fall, also ich würde da alles in Gang setzen, Leute, die streiken, da kräftig solidarisch unterstützen. Das Problem mit dem Streik, also man hat das Recht auf Streik, das haben wir einfach. So, wir müssen es uns nehmen. Ob es uns jetzt zugestanden wird von irgendwem oder nicht, ist eine andere Sache, aber wir müssen es uns nehmen. Und wenn es Belegschaften gibt oder bestimmte Gruppen, also wenn man muss die Bestrafung, dieses Recht wahrzunehmen, ist halt abhängig davon von der eigenen Stärke. Also so wurde es ja auch durchgesetzt. Wir haben es ja nicht, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ist uns nicht vom großen Bismarck oder so ein Menschenfreund war, nachdem er seine Knechte geknüppelt hat, dann irgendwie den Arbeitern mal ein Streikrecht gegeben worden oder so. Das Recht haben wir und wir müssen es uns nehmen. Wir müssen es nur kollektiv nehmen. Das ist ein Recht, das wir uns kollektiv nehmen müssen. Also von daher, wenn es da Gruppen oder Möglichkeiten gibt, Leute dabei zu unterstützen, dieses Streikrecht wahrzunehmen, dann ist es wichtig, dass wir alle, die wir auch nicht daran beteiligt sind direkt,
diesen Streik unterstützen, dieses Recht, die Wahrnehmung dieses Rechts auf jeden Fall verteidigen. Von daher, auf jeden Fall, wir haben dieses Recht. Wir müssen es uns halt nur gemeinsam nehmen und verteidigen. Das hat ja eigentlich Hugo auch schon ein bisschen angesprochen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Und das ist auch deswegen spannend, wie es bei der FAU läuft. Genau. Man kann viel auch noch darüber reden. Ich würde, bevor ich das Mikrofon wieder Richtung Publikum gebe, nochmal Dominik das Wort geben, euch alle schon mal freundlich darauf hinweisen, dass wir diesen Raum nicht allzu lange haben und damit noch bei den Appellverbänden gerne Redebeiträge in Form von unter 3 Minuten zu formulieren. Daran halte ich mich jetzt auch. Ich möchte nochmal kurz bestätigen, was wir gerade schon gehört haben. Fridays for Future hat sich bisher auf die Strategie geeinigt. Wir sind auf Bundesebene, vor allem bei Zielsetzungen, also wir beschränken unsere Forderungen auf Zielsetzungen, weil man auf lokaler, kommunaler Ebene deutlich leichter konkrete Vorschläge machen kann, ohne gleich sehr stark in eine politische Richtung zu kommen. Ich weiß, wir arbeiten mit sehr einschlägigen Organisationen, Bewegungen, gesellschaftlichen Akteuren zusammen, weil die einfach unser Anliegen schon von vornherein unterstützt haben. Aber Fridays for Future soll eine Sammelbewegung sein für alle, die offen sind für wissenschaftliche Fakten. Und da gehört nun mal jeder dazu, von demjenigen, der Herrschaft als System grundsätzlich ablehnt und bis zu demjenigen, der, sagen wir mal, ein einsichtiger Neoliberaler ist. Alle, die bereit sind, die wissenschaftlichen Fakten zu akzeptieren und danach zu handeln, sind bei uns ganz herzlich willkommen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es alle sind. Schön. Danke. Dustin, bist du bereit? Du hast es am Mikro in der Hand. Ja. Ich würde einmal hier vorne der Jacke das Wort und dann hier schieben. Ja, ich heiße Angelika Schreibe unter Alinka Seed. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und lebe in so einem Arbeitermilieu im Wedding, also wo um mich herum halt viele Bauarbeiter und Hartzis halt leben. Und wir bekommen halt einen Gentrifizierungsprozess mit, wo Cafés eröffnen, so mit glutenfrei und alles vegan und die Preise erhöhen sich schlagartig. Und deshalb haben viele der Arbeitenden halt die ganzen Ökos satt, auch wegen den Grünen, weil sie so verscheißert wurden von den Grünen und sind deshalb sehr skeptisch gegenüber dieser ganzen Bewegung, das muss man sehen. Und auch haben wirklich andere Sorgen, so ich kenne es auch, wir haben unglaublich unter dem schlechten Betriebsklima gelitten bei unserer Maloche und auch meine Eltern schon, meine Mutter kam oft weinend von der Arbeit nach Hause, weil der Chef sie zusammengeschissen hat, ja. Und okay, jetzt meine konkrete Idee ist, ich hatte das auch schon geschrieben und via Twitter einigen mitgeteilt, ich bin Verdi-Mitglied, auch im Mitgliedernetz und wir kämpfen im Mitgliedernetz auch darum, dass dieser Streik thematisiert wird. Es gibt ja auch noch die Klimagewerkschafterinnen, die sehr aktiv sind und Unterschriften sammeln. Aber wir haben bislang auf Verdi Brandenburg, so eine Veranstaltung wie die hier müsste im Grunde genommen im Gewerkschaftshaus stattfinden. Wir müssen dazu einladen, dass eine Veranstaltung in breiterem Rahmen dort stattfindet und wir müssen Rainer Hoffmann stoppen und sollten mal um den DGB, der sitzt auch unheimlich, also letztendlich die Gewerkschaften sitzen auf unheimlich viel Streikgeldern, ja, und wir sollen, denke ich, ist wichtig, die anzugehen und ich würde gerne Krach und Lärmdemo um den DGB, also den Bundes-DGB herum machen. Und vielleicht können wir das ja organisieren, jetzt für die folgende Woche. Dankeschön. Einmal hier vorne der Kollege in dem karierten Hemd. Genau. Mikrofon ist auf dem Weg. Ich möchte mich auch 3 Minuten halten und bitte dich, dass du mich spätestens 15 Sekunden vorher darauf aufmerksam machst. Ich heiße Dieter, ich bin seit 45 Jahren Mitglied der IG Metall.
Ich habe auch in der Stahlindustrie gearbeitet und kurze Zeit auch im Bergbau, 1000 Meter unter Tage. Und trotzdem war ich seit meiner Jugend ein Umweltaktivist und bin es auch weiterhin. Und da bin ich auch ein bisschen stolz und selbstbewusst darauf. Wenn man hier so diskutiert, ich finde sehr wichtig, was gesagt worden ist, die Rolle der Arbeiterklasse. Ja, dass sonst die Bewegung ihre Ziele nicht erreichen kann. Nicht, aber da muss man auch ganz offen sagen, die Frage, auf wessen Kosten sollen notwendige Sofortmaßnahmen gehen, ist eine Schlüsselfrage, um tatsächlich die Masse der Beschäftigten und der Arbeiter zu erreichen. Und da, ich sag mal so schön, gehen die Meinungen auseinander, auch hier vorne auf dem Podium, wenn man aufmerksam zugehört hat. Es ist ja nicht schön, wir diskutieren ja demokratisch. Nicht? Ich meine, wenn man heute die Forderung nach der CO2-Steuer ist eine Forderung der Grünen, um es mal ganz offen zu sagen. Ja, und läuft darauf hinaus auf das Gleiche wie in Frankreich. Und das werden die Beschäftigten und die Arbeiter nicht mitmachen. Ja, die werden dagegen Widerstand leisten. Und da kann ich gleich sagen, das wird nicht dazu führen, dass die Arbeiter- und Umweltbewegung zusammenkommt, wenn man die Vorstellung hat, weil man ein anderes Klientel hat, die zu den Besserverdienenden gehören, dass praktisch die Masse der Beschäftigten das bezahlen soll. Das wird nicht funktionieren. Sondern es ist, wie einer Rednerin sehr gut gesagt hat, es gibt genügend Steuermöglichkeiten, um tatsächlich diejenigen, die verantwortlich dafür sind, entsprechend zu besteuern. Aber das ist nicht eine allgemeine CO2-Steuer. Weil die wälzen die Firmen auf die Konsumenten ab. Und das ist doch im Moment die ganze Masche, die in den Medien gemacht wird. Es geht immer hauptsächlich nur um das individuelle Verhalten der Einzelnen. Wo jede Partei, einschließlich der Grünen, alle haben sie auf einmal tolle Vorschläge und stellen sich dar, als wir sind die Umweltkämpfer. Mensch, glaubt man denn, uns für doof zu verkaufen zu können? Nein, es müssen diejenigen, die verantwortlich sind, zur Kasse gebeten werden. Und natürlich ist es notwendig, darauf hinzuarbeiten, auf politische Streits. Und da muss notwendigerweise auch der gewerkschaftliche Rahmen durchbrochen werden. Aber dazu muss es organisierte Kräfte sein und die müssen die Mehrheit der Belegschaften entsprechend für sich gewinnen. Und das erfordert entsprechende Überzeugungsarbeit. Aber ich kann selbstbewusst sagen, ich bin auch Mitglied der Revolutionären Arbeiterpartei MLPD. Und wir haben Betriebsgruppen in allen großen Werken. Und das, was wir machen können, tun wir gegenwärtig. Ja, um entsprechend auch zu erreichen, dass nicht nur bei Siemens, sondern auch bei Thyssen oder VW und in anderen Betrieben auch Teile der Belegschaft sich an diesem Streik entsprechend am 20.09. beteiligen werden. Nicht? Und da bin ich ganz zuversichtlich. Und wenn es erstmal Pausenversammlungen sind, die verlängert werden, und dazu gibt es in vielen Betrieben Initiativen. Da habe ich wahrscheinlich einen etwas besseren Einblick als andere. Aber das sehe ich auch nach. Dafür habt ihr in den anderen Bereichen entsprechend besseren Einblick. Eine Bemerkung noch. Es ist ja so, im größeren Zusammenhang, dass die Arbeiterbewegung diese Umweltfrage so lange vernachlässigt hat, ist eine Tatsache. Aber die hat doch eine historische Ursache. Es war nicht Karl Marx. Sondern der Marx hat gesagt, die Menschheit hat die Aufgabe, für zukünftige Generationen die Erde in einem besseren Zustand zu überlassen, als sie sie vorgefunden hat. Das war die Auffassung von Marx. Und das ist die Auffassung von der Sozialdemokratie, von Lassalle gewesen, die gesagt haben dann, die Quelle allen Reichtums ist nur die Arbeit und nicht die Arbeit und die Natur. Und das war die Ursache, dass jahrzehntelang diese Frage einfach auch von der alten kommunistischen Bewegung verdrängt wurde. Und das musste in einem mühsamen Prozess und muss auch weiterhin verändert werden, damit tatsächlich die Arbeiter- und Umweltbewegung zusammenkommen und die notwendigen Veränderungen, gesellschaftsverändernden Veränderungen durchgehen. Danke. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin auch an der EFU und in Fridays for Future-Bewegung aktiv. Ich bin unter anderem auch organisiert in der antikapitalistischen Hochschulgruppe Organized Strike.
Genau, ich fand die Debatte sehr gut, die heute hier geführt wurde, und ich wollte auch etwas dazu beitragen. Ich glaube, das ist, was wir begreifen müssen, was in dieser Debatte auch getan wird, dass es eine allgemeine Schuld gemacht wird. Also eine allgemeine Schuld, die für die Klimakatastrophe, also als ob wir alle dafür verantwortlich wären. Und ich glaube, diesen Verständnis müssen wir brechen. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo wir über die Produktion selber entscheiden können. Und wir leben auch nicht in einer Gesellschaft, wo die Industrie im Kollektiveigentum ist, sodass diese Schuld von uns allen getragen wird, sondern es sind eine Handvoll von Menschen, Industriellen, Bankiers und die Kapitalistinnen, die aus diesem Geschäft, aus der Zerstörung der Klimakatastrophe bis jetzt auch profitiert haben. Und das genau sehen wir auch jetzt. Also wählt sozusagen die unter der Führung von Bolsonaro die Wälder von Amazonas gebrannt werden. Es sind die europäischen Konzerne, die dort von dieser Zerstörung profitieren, wo diesen Agrikulturunternehmen gehören. Und ich glaube, deswegen kommt es zu der Frage, ich stimme also völlig überein, dass es bei dem CO2-Steuer, die Arbeiterinnenbewegung, die Jugend müsste mit aller Kraft gegen diesen Steuer alle Mittel einsetzen. Und die Perspektive sollte sein, dafür zu kämpfen, dass es erstens, wenn es die Bezahlung geben soll, dass es durch Vermögenssteuer von diesen Unternehmen bezahlt wird, aber ihnen auch im größeren Umfang. Wir müssen uns, glaube ich, die Frage stellen, ob es überhaupt in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die rein auf die Profit orientiert ist, möglich ist, eine nachhaltige Entwicklung zu leisten. Weil wenn wir sehen, dass diese Wirtschaft immer darauf beruht ist, die Produktion aufzuweiten, neue Wirtschaftszweige zu öffnen, der Fall ihrer Profiten entgegentreten zu können. Und dagegen ist die Aufgabe der Arbeiterinnenbewegung auch nicht nur, sich auch natürlich gegen die Entlassungen zu setzen, gegen die CO2-Steuer, sondern dafür zu sorgen, indem die Forderung aufgestellt wird, dass die Arbeiterinnen selber, die Menschen, die dort arbeiten, diese Betriebe selber kontrollieren. Dass die gesamte Belegschaft demokratisch darüber entscheidet, wohin dieser Gelder fließt, wie die Produktion überhaupt organisiert wird. Und ich glaube, das ist die Perspektive, wofür wir auch in den Gewerkschaften kämpfen sollen, weil ich glaube, diese Bedenken in der Arbeiterinnenschaft ist auch ganz normal. Also es reicht nicht aus, dass wir sagen, okay, die Gewerkschaften müssen zu einem politischen Streik aufrufen. Aber okay, wofür soll dieser Streik stattfinden? Für eine CO2-Steuer, eine reine Unterstützung der Forderung von FFF? Ich glaube, nein. Diese Forderungen müssen sein, tatsächlich eine Kontrolle der Bevölkerung auf die Produktion, dass wir uns nicht verlassen können, dass es die Unternehmen, die am meisten die Umwelt geschadet haben, von alleine die Veränderungen existieren können. Noch ein Punkt, was ich sehr wichtig finde, die Frage der Migration. Also gerade überall auf der Welt befinden 20 Millionen Geflüchtete aufgrund von Folgen von Klimakatastrophe auf der Flucht. Im Latin Prognosen werden bei einer Grad Änderung von plus 2 Grad werden 280 Millionen Menschen auf der Flucht sein. Und das heißt, dass die Forderung, die jetzt aufzustellen, offene Grenzen für die Geflüchteten und Weg mit den ganzen Waffenexporten, die aufgrund dessen die Kriege geführt werden und die dann die Fluchtursache wird, dass diese Forderungen ganz eng mit den Forderungen für den Klimaschutz gebunden werden müssen. Und da müssen wir auch die Frage stellen, also was man auch sagen kann, ist, die Parteien, die gerade sich sozusagen für den Klimaschutz bekennen, sind ja zumal die Parteien, die davon profitiert haben, dass diese Umweltzerstörung gemacht wurde. Und die zweite Sache ist auch, glaube ich, sehr zentral, dass die Kapitalismus auch natürlich in der Geschichte die Frage der Naturressourcen immer auch damit verbunden war, andere Völker, andere Länder unter ihre Herrschaft zu verbringen, um an die Naturressourcen zu kommen. Und deswegen wäre auch die Forderung von der Arbeiterinnenbewegung in Deutschland ganz notwendig, die Abschaffung von allen Schulden von halbkolonialen Ländern an diesen imperialistischen Staaten, damit sozusagen dieser Verbrechen auch ein Ende bekommt und man eine internationale Bewegung tatsächlich gegen den Kapitalismus, also die Ursache von dieser Klimakrise, aufstellen kann. Dankeschön. Ich will jetzt noch einmal Dustin, du hattest dich selber gemeldet, dir das Wort geben, danach Uwe. Einmal noch mal der Hinweis an euch, wenn ihr möchtet, dass die Leute euch verstehen, sprecht am besten so in das Mikro und nicht so. Das ist hilfreich dabei. Genau. Und nochmal der freundliche Appell an die Zeit. Okay, danke für den Tipp. Ich habe jetzt nochmal die Zeit bestellt. Ich wollte eigentlich auch nur ein paar Punkte nochmal konkreter machen, die schon angeschnitten wurden, aber die vielleicht noch vertieft werden können.
Und ich bin auch bei Verdi aktiv, wie die AIMO, bin auch Sozialist und wir sind auch in einer sozialistischen Organisation zusammen. Ich bin also der Meinung, dass die Sache ist nicht nur, dass es ungerecht wäre, dass die Kapitalistinnen, die im Moment unsere Umwelt verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die am Ende dann nicht für die Konsequenzen zahlen, sondern diese Frage von, wer kommt dafür auf und lassen wir die Kapitalistinnen einfach weitermachen wie bisher, ist halt eine existenzielle Frage. So, wir können nicht weiter auf diesem Planeten leben, wenn wir weiter in diesem kapitalistischen Chaos leben. Dagegen glaube ich, dass wirklich nur eine demokratisch organisierte Planwirtschaft in der Lage ist, dauerhaft die Menschen, die wir auf diesem Planeten haben, auch tatsächlich überleben zu lassen, mit den Ressourcen, die vorhanden sind, ohne eben dauerhaft die Umwelt immer weiter zu zerstören. Und gleichzeitig ist das Problem aber, dass die Planwirtschaft natürlich überhaupt nicht im Interesse der Leute ist, die heute an den Schalthebeln der Macht sitzen und die Wirtschaft kontrollieren. Deswegen kann so eine Planwirtschaft nur im Interesse der arbeitenden Klasse sein, der breiten Masse der Bevölkerung, die auch in Lohnarbeit ausgebeutet wird und die aber Interesse daran hat, sowohl nicht mehr ausgebeutet zu werden, als auch die Umwelt, also die Lebensbedingungen auf dem Planeten zu halten. Genau, und das ist einer der Gründe, warum die Forderungen der Klimabewegung definitiv auch Sozialforderungen sein müssen. Sonst werden wir die Arbeiterinnen nicht dafür gewinnen können, sonst wird es kein großes Eingreifen der Gewerkschaft und der Arbeiterinnenbewegung in diese Fragen geben. Die Sache ist auch, dass der Klimawandel ist definitiv menschengemacht, das haben wir schon gehört, aber er ist halt besonders stark, seit es den Kapitalismus gibt und er ist nochmal gestiegen in der neoliberalen Phase der letzten Jahrzehnte. Die ganze Entwicklung hat nochmal angezogen. Das bekräftigt nochmal, dass wir den Kapitalismus loswerden müssen. Und auch jetzt ist es so, dass in den Lösungsvorschlägen, die konkret in Deutschland von der Politik gebracht werden, zum Beispiel bei den Vorschlägen, die ich gesehen habe, zur CO2-Steuer, durchaus darüber geredet wird, die Unternehmen dann wieder zu subventionieren oder in irgendeiner Weise von dieser Steuer auszunehmen, weil die müssen ja weiter wirtschaften im Interesse der deutschen Nation. Dann sind es am Ende doch die Verbraucherinnen und die Arbeiterinnen, die dafür zahlen. Ich glaube nicht, dass wir mit einer grünen Marktwirtschaft oder einer grünen Sozialpartnerschaft der Gewerkschaften weiterkommen, sondern wir brauchen einen grünen Sozialismus. Anders würde es nicht funktionieren. Und die Frage dieses politischen Streiks, die eigentlich hier doch diskutiert wird für nächste Woche und generell für die Klimabewegung, ist aber auch eine, die noch ganz andere Bereiche betrifft. Also es gibt einfach in Berlin massenhaft prekarisierte Arbeiterinnen und natürlich auch in ganz Deutschland, die in ausgelagerten Unternehmen zu Niedriglöhnen arbeiten und denen teilweise gesagt wird, ihr könnt nicht gegen die Aussage umstreiten, ihr könnt nur für einen höheren Lohn streiten vielleicht, aber nicht gegen die Aussage, weil das wäre eine politische Forderung, das geht nicht. Und ich glaube, da ist auch eine Verbindung zu sagen, ey, wir brauchen diesen politischen Streik und wir brauchen überhaupt einen offensiveren Einsatz dieses Streiks, das es in Deutschland gibt und wir müssen uns das erkämpfen. Und da kann man, also da können wir sowohl Menschen, die sozialistische Perspektive haben, als auch Menschen, die erstmal nur für ihre unmittelbaren Interessen auf die Straße gehen wollen, zusammenbringen. Und genau das wollen wir auch tun, bei einem gemeinsamen Blog auf der Demo am 20. Prekarisierte Arbeiterinnen und aktivistische Arbeiterinnen und sozialistische Arbeiterinnen zusammenzubringen und gemeinsam nächste Woche Freitag bei dem Care-Blog auch mitzulaufen, der auch organisiert wird von gewerkschaftlichen Aktivistinnen. Und dazu habe ich auch zwischendurch schon eine Infolisterung gegeben, wo Leute, die Interesse haben, dann noch jetzt erfahren, wann und wo sich der Blog trifft, sich eintragen können. Genau. Vielen Dank. Ja, ich wollte gerne zu zwei Sachen nochmal was sagen. Einmal zu so Kommunikation, finde ich auch wegen dem, was Peter gesagt hatte. Ich glaube ja, dass die Klimabewegung schon in vielen Sachen schon richtig gut im Kommunizieren ist und auch im Diskurs beeinflussen und so. Es gibt aber vielleicht natürlich auch noch Verbesserungsvorschläge, offensichtlich auch bei der CO2-Steuer. Also ich habe zum Beispiel mich mal gefragt, warum heißt es denn eigentlich 180 Euro pro Tonne und man sagt nicht 18 Cent pro Kilogramm. Weil ich glaube, das wäre sozusagen für jemanden, der weiß ja, dass es irgendwie Liter Sprit oder so, dann kann man das irgendwie mehr begreifen. Und das ist ein bisschen zugänglicher.
Das zweite ist auch CO2-Steuer, also die Modelle, die ich bisher gelesen habe, die sind ja gar keine, also die sind ja eigentlich eine Umlage. Und da glaube ich, würden auch Leute das verstehen, die das jetzt Gelbwesten-Style-mäßig total Mist finden. Weil sie denken, sie müssen mehr Steuern bezahlen. Aber das, die Modelle, die zur Debatte stehen, da müsste man eigentlich sagen, das ist keine Steuer, das ist auch keine Abgabe, sondern das ist eine Umlage. Und zwar von denen, die viel verbrauchen, auf denen, die wenig verbrauchen. Und die, die wenig verbrauchen, haben am Ende mehr Geld. Das sind die Leute, die wenig Geld haben. Das glaubst du. Nein, das sind die Modelle. Ja, das wird da also genau. Das ist Modelle. Nee, also okay, da bin ich kein Experte, ich kriege jetzt hier zweimal Widerspruch, vielleicht könnt ihr das kurz erklären, ist ja für alle interessant. Ne? Also würde ich persönlich etwas bitten. Und ich glaube aber, das würde ich so ähnlich einschätzen, wenn sowas tatsächlich auch die Unternehmen bezahlen würde, die energieintensiven, das wäre wirklich gigantisch. Die zahlen jetzt noch nicht mal richtig Energiesteuern. Also, das ist wirklich ein riesen Schritt da irgendwie. So, das Zweite, was ich nochmal so vielleicht nur anreißen möchte, ist so, ist das Bewusstsein Mensch, Natur, Umwelt. Und ich bin total der Meinung, dass der Kapitalismus uns reingeritten hat. Also Wachstum und Profit in den letzten 200 Jahren haben das also wirklich dermaßen beschleunigt, dass es ein Problem geworden ist. Und also mir fällt immer dieses Zitat ein, wo, ich glaube, Marx zitiert einen englischen Gewerkschafter, der sagt, für 300% geht das Kapital, macht das auf die Gefahr des Geigens hin. Die machen einfach alles. Und die machen das auf die Gefahr des eigenen Geigens und aber auch unser aller. So, und ich glaube, solange diese Mechanismen nicht irgendwie beschnitten, eingehegt, abgeschafft, wie auch immer werden, gesellschaftlich, werden wir weiterhin total echte Probleme haben. So, und ich glaube aber, dass wie konnte sich das entwickeln, das, was ich gerade auch gesagt habe, dass die Arbeiterbewegung auch ganz begeistert war von Naturbeherrschung, zum Teil, nicht alle, also es gab auch immer Gegenstimmen, Naturfreunde zum Beispiel oder so, aber das hat was auch damit zu tun, dass es eine Menschheitsentwicklung war, der Natur zuerst was abzuringen und es war eigentlich immer genug da und wenn man nicht aufgepasst hat, sind die Äcker wieder zugewachsen. So. Und das ist ein Bewusstsein, was sozusagen wir innerhalb von einer Generation total krass ändern müssen und wo noch viel, viel mehr hintersteckt als Kapitalismus, dem wir das eingebaut haben. Ich wollte nur kurz einen Satz dazu sagen. Nur einen einzigen Satz. Moment, es gibt etliche Menschen gerade, die irgendwie signalisiert haben, dass sie vielleicht auch gerade zu den Funktionen zum Beispiel, vielleicht auch zu anderen noch Redebedarf haben. Ich bin eben leider in der unglücklichen, undankbaren Position, mal auf diese Uhr zu gucken, die leider auch noch nachgeht. Und halten wir halt länger. Genau, wir haben den Raum nicht so lange. Das ist ganz einfach der Grund, dass die. Ja, aber wenn wir jetzt beschließen, wir wollen länger bleiben, genau. Und dann bleiben wir halt länger, weil es uns wichtig ist. Ja. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne erstmal die Menschen, die sich schon ganz lange gemeldet haben, noch rannehmen und dann, genau. Gucke ich währenddessen ein bisschen auf die Uhr, was wir tun. Und zwar, genau, du sitzt wieder da, das bist du am Start. Ja. Einmal nach da oben das Mikrofon gehen. Ja. Ja, hallo. Mein Name ist Jochen Luxbach, ich bin auch mit bei der antikapitalistischen Hochschulgruppe Organized Strike und bei der sozialistischen Organisation, der revolutionären islamistischen Organisation, IO. Und genau, ich hatte das Privileg zu studieren. Das muss man aber wieder betonen, ist ja kein Privileg, was alle Menschen in diesem Land haben. Und ich denke auch nicht, dass die Wissenschaft gar nichts erreicht hat. Das wäre absolut falsch zu sagen. Ich denke schon, dass sie sehr viel mehr jetzt erreichen muss, als sie jemals sich sozusagen vorgenommen hat zu tun. Denn es ist schon nicht nur, also das, was sie gesagt hat, zu der Aufgabe, die ihr euch stellt bei Scientists for Future. Ich denke, es muss schon eine ganz andere
programmatische und auch auf politische Richtung nehmen, wenn wir den Ernst der Lage betrachten und auch, dass viele Wissenschaftlerinnen, die allergrößte Mehrheit prekär in der Wissenschaft arbeitet und auch selber Lohnabhängige sind. Ich glaube, man muss schon auch betonen, dass die UN in ihren Sachstandsberichten sehr konservative Szenarien angelegt hat, in den großen Szenarien, die diskutiert werden, halt die vor allem das CO2 abgebildet ist und vor allem auch die Kipppunkte über Jahrzehnte nicht wirklich abgebildet wurden und wir eigentlich auf einem Szenario. Dominik hatte sich bei mir vor irgendwie gefühlten Ewigkeiten schon angemeldet, dass du ganz schnell auch mal was sagen willst. Ja, kriegst du da das Mikrofon. Danach, Lukas, stehst du noch bei mir drauf. Ja? Ich würde jetzt noch Einmeldung und eine Meldung zum Thema CO2-Steuer. Nein? Ja? Das geht auch an, ja. Okay, dann habe ich jetzt noch 1, 2, 3 euch mit drauf und würde danach aber zumachen, damit wir einfach nicht irgendwann vom Sekretärdienst rausgeworfen werden. Ja. Dementsprechend kurz möchte ich mich fassen. Ich bin relativ zurückhaltend gewesen, was die ganzen Fragen des Wirtschaftssystems angeht. Wieso? Grund 1, bei allem, was wir diskutieren, müssen wir daran denken, dass wir verdammt wenig Zeit haben. Grund 2, ich bin mir nicht sicher, wie die Mehrheiten bei Fridays for Future liegen. Und ich habe gesagt, es ist ein sehr diverser Haufen. Und weil ich eben heute nicht nur als Dominik hier sitze, sondern auch als Vertreter von Fridays for Future, beziehe ich jetzt keine Position zu den Stichworten, die gefallen sind, demokratische Planwirtschaft, Sozialismus als Wirtschaftsform. Womit ich absolut konform gehe, ist, dass unser Wirtschaftswesen den Löwenanteil unseres Problems ausmacht und dass wir deswegen da ran müssen. Und deswegen bin ich total happy über diese ganzen Wortmeldungen, die gerade kamen und möchte euch einfach nur ermutigen, es ist genau das, was wir erreichen wollen. Wir sind der Ausgangspunkt, wir sind das Sammelbecken für alle, die wissen, was notwendig ist, wissenschaftlich belegt, zu diskutieren, was daraus auch die Folgen sein können, die darüber hinausgehen, einfach nur das Schlimmste zu verhindern. Denn ich habe gesagt, ich will nicht nur das Schlimmste verhindern, ich will mehr machen und ich will, dass wir alle diese Wortmeldung hier zum Anstoß nehmen, noch weitergehen zu diskutieren. Mit einer Sache im Hinterkopf, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe mich zu Wort gemeldet wegen dieser Aufzählung Natur, Mensch, Umwelt und der Mensch ist ein Naturwesen und aber die Gesellschaft ist so konstituiert, dass er gegen sich selbst als Naturwesen quasi verstößt, ja, weil die Gesellschaft eine brutal kapitalistische ist. Das ist ein Widerspruch, der quasi durch uns selbst hindurchgeht, ne? Und ich sammle gerade so die 0,5% und ich habe mich mit BlackRock und Blackstone beschäftigt, einfach weil die Zeitschrift The Intercept, also Glenn Greenwald lebt ja in Brasilien, der schreibt viel für The Intercept, hat diese Blackstone-Geschichte lässt sich auf The Intercept nachlesen. Und BlackRock ist auch, das kann man auf Amazon Watch lesen, sehr stark involviert. Und das sind jetzt eben die Großgrundbesitzer auch, die jetzt quasi Sicherheit, die dominieren auch mit ihrem Reichtum dann auch die Agroindustrie, den Immobiliensektor. Letztendlich die uns die Wohnungen nehmen, sind quasi die gleichen, die mit für die Brände in Brasilien, also im Amazon verantwortlich sind. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass wir uns das bewusst machen und genau das dann auch so propagieren, dass wir die enteignen
Und dann könnten wir sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden von 1.700 Euro, also gemessen am deutschen Inlandsprodukt, anstreben, um überhaupt aus dieser Tretmühle der Sachzwänge rauszukommen und gemeinsame Pläne zu entwickeln. Und ich bin dafür, ja, es ging am Anfang um Demokratie. Es gibt die bürgerliche Demokratie und ich möchte eine Arbeiterdemokratie, so wie es auch die Gelbwestenbewegung gefordert hat, dass wir selber Pläne entwickeln, wie, was wir brauchen und Umfragen gestalten. Welche Sektoren und Produkte sind dir wichtig? Was fördert das dein menschliches Wohlbefinden? Weil auch laut World Health Organization ist das soziale Wohlbefinden quasi Mittelpunkt. Das ist sogar in den Menschenrechten auch verankert. Beziehungsweise genau das müssen wir uns erkämpfen. Und dann finden wir uns auch wieder als Naturwesen. Ja? Ich wollte nur ganz kurz was zu der Gerechtigkeit zur CO2-Steuer sagen, so wie mir das jetzt als allererstes mein erster Eindruck ist. Ich arbeite an einer Universität mit ca. 6.000 Beschäftigten. Dort gibt es niedrige Lohngruppen und halt auch sehr hohe Lohngruppen. Und ich habe eben die Befürchtung, wenn pauschal eine Tonne CO2 180 Euro kostet, dass die Kanzlerin dieser Universität weiterhin durch die Gegend fliegen kann, aber die Reinigungskraft eben nicht, oder ich jetzt zum Beispiel als Handwerker auch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich, also ich denke, man braucht eben einen Verzicht. Und zwar muss es so sein, dass die Kanzlerin nur alle 5 Jahre privat irgendwo in den Urlaub fliegen kann und die Reinigungskraft eben auch nur alle 5 Jahre. Es kann nicht sein, also es geht nicht darum, weiter in den Urlaub zu fliegen. Die Sachen sind zu wichtig. Aber es kann nicht sein, dass die einen, die viel Geld haben, weiterfliegen und die Leute, die wenig Geld haben, eben überhaupt nicht mehr fliegen können. Eine reiche Person schichtet einfach was in ihrem Haushalt um, verkauft eine ihrer Villen, lenkt das Geld um für mehr Mobilität und fliegt halt dann trotzdem genauso oft in den Urlaub wie vorher. Das glaube ich, und das ist nicht gerecht. Genau, ich wollte was zur CO2-Steuer sagen, zur Frage von den Beschäftigten der Braunkohle und der Automobilindustrie. Also ich denke, für die Automobilindustrie und auch die Braunkohle ist es sehr wichtig, eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich zu fordern. Genau, also damit auch Menschen, die auch noch viele Jahre bis zur Rente haben, also auch jüngere Menschen, also, das war auch immer schon die Antwort der IG Metall auf die Nachfrage, genau. Also wenn weniger Autos produziert werden, weil mehr Menschen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren, dann sollen doch einfach für die Leute für dasselbe Geld weniger arbeiten dürfen. Genau, und das war auch auf der Verwandeldemo hier in Berlin, weil die IG Metall eine wichtige Forderung, wo es darum geht, dass in ganz Deutschland 35 Stunden die Woche gearbeitet wird. In Ost und West, genau, weil es immer in Ostdeutschland immer noch 38 Stunden gearbeitet wird bei BMW und Porsche. Genau, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das andere ist die CO2-Steuer. Also, um es mal konkret zu machen, mein Beispiel, also ich bin Robert, und ich arbeite als outgesourcete Reinigungskraft bei der BVG, also ich mache die Züge sauber, damit die Scheiben frei sind und die Züge auf die Schränke geschickt werden kann. Genau, ich wohne aktuell in Kreuzberg und ich würde mit dem öffentlichen Nahverkehr eine Stunde brauchen, um nach Grunewald zur Betriebswerkstatt zu kommen. Und mit dem Auto brauche ich eine halbe Stunde. Und wenn die CO2-Steuer kommt, dann kann ich nämlich entscheiden, also entweder ich zahle mehr Geld, weil mein klimaschädliches Verhalten bestraft wird, oder ich brauche eine halbe Stunde länger, um zur Arbeit zu kommen, also eine halbe Stunde zusätzliche Lebenszeit. Und ich verstehe wirklich nicht, ich glaube, viele Leute verstehen nicht. Auch wenn es eine Umlage so sonst nicht gestalten würde, am Ende müssen doch Leute irgendwo Abzüge machen, ja. Oder also sei es, weil sie eine Stunde mit ganz vielen anderen Leuten in so einem stetigen Abteil sitzen. So. Genau, und ich glaube, es ist schon eine Fairness und auch eine Gerechtigkeitsfrage. Genau, das war mein Beispiel.
Guck mal, bei dir steht jetzt Dieter, war der Name, ne? Dieter einmal auch drauf zum Thema CO2-Steuer. Vorweg ein Satz noch. Ich finde, du hast dringlich auf diese Zeitfrage hingewiesen. Und dazu muss man, finde ich, dafür eintreten, dass die Dinge wirklich so benannt werden, wie sie sind. Es wird so eine Verdummbolzung betrieben, indem man immer vom Klimawandel spricht. In der Bewegung heißt es schon Klimakrise. Das ist richtig. Aber die Wirklichkeit ist, dass es verschiedene Faktoren gibt, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Es ist nicht nur das Klima, es ist das Umkippen der Meere, die Zerstörung der Wälder, nicht die Verschmutzung der Welt und so weiter, die praktisch einen beschleunigten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe bewirken. Das ist die Realität, vor der wir stehen. Und man sieht heute in den Bahamas ganz ausgeprägt, was das für Millionen von Menschen im Süden heute schon bedeutet. Und es ist nicht so fern bei uns, wenn man sieht, wie die Wälder aussehen hier, entsprechend die Bauern da leiden unter der Trockenheit und so weiter. Also Schluss mit der Verharmlosung, nicht, und diesen Sprachregelungen, die immer bemüht sind, die Dinge zu verkleistern, sondern so sagen, wie es wirklich ist. Das ist die einzig wissenschaftlich dialektisch-materialistische Methode. Zu der Frage mit der CO2-Steuer. Ich meine einmal vom Grundsätzlichen. Was ist der Staat? Was will der jetzt beschließen auf dieser großen Klimakonferenz und so weiter? Meint jemand ernsthaft aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrungen, die wollen jetzt beschließen, dass diejenigen, die verantwortlich sind dafür, jetzt zur Kasse gebeten werden? Ich glaube, niemand hier im Raum denkt das. Aber man hat trotzdem irgendwie so die Hoffnung, so vage. Aber der Staat ist ein Dienstleister des internationalen Finanzkapitals und ist nicht irgendwie ein neutrales, über den Wolken schwebendes Gebilde. Und die CO2-Steuer, verschiedene konkrete Beiträge, haben das schon veranschaulicht, was das für die Menschen, die eben nicht zu den Besserverdienenden gehören, bedeuten wird. Es ist eine Milchmädchenrechnung, uns zu erzählen, ihr kriegt danach sogar mehr raus, als ihr jetzt entsprechend habt als Einkommen, weil aufgrund des Charakters des Staates und aufgrund der Verfügungsgewalt über die Bestimmung der Preise, wir bestimmen nicht über die Preise. Und Preise sind im Kapitalismus der heutigen Art, was wir Imperialismus nennen, ja, sind Monopolpreise. Die werden nicht einfach auf dem freien Markt gebildet, sondern es sind Monopolpreise, die diktiert werden von global herrschenden Monopolen, hauptsächlich 500 große auf der Welt. Und die wollen Maximalprofit machen. Und das wird abgewälzt auf die Verbraucher. Das ist die historische Erfahrung, das ist die Logik der Gesetzmäßigkeiten dieses modernen kapitalistischen Systems. Und es ist kein Zufall, dass, sagen wir mal, die Freundlichkeit für diese Forderung innerhalb eurer Bewegung, ja, die ich sehr schätze, ich bin auch oft dabei, hängt auch damit zusammen, dass dass entsprechend dort die Grünen einen großen Einfluss haben und sehr bemüht sind, revolutionäre Positionen, die es dort auch gibt und vertreten werden, auszugrenzen. Ich habe genügend negative Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht. Dankeschön. Ich würde jetzt noch einen allerletzten Redebeitrag aus dem Publikum und dann meinem meisten Podium hier vorne die Möglichkeit, so einen Schluss weitergeben. Genau, wir haben beide Mikrofone gerade gewohnt. Ja. Ich bin Josef und ich habe ja zwei Sachen, ich halte mich wirklich kurz, die Dominik gesagt hat. So hast du relativ am Anfang gesagt, die CO2-Steuer wird funktionieren und sie wird dann später, sie wird vom Parlament auch kontrolliert. Und wir sind ungefähr gleich alt, denke ich, so viele Jahre werden da nicht dazwischen liegen. Vor allem, wenn man sich so die politische Landschaft ansieht, ist das, was wir das Unterschied haben, eher gering, denke ich. Ich bin 22 und in diesen 22 Jahren habe ich jetzt noch nicht die Erfahrung gesammelt, dass in Deutschland Steuern vom Parlament gut kontrolliert werden, wenn sie die dicken Fische angreifen sollen. Ich weiß nicht, was du in den Jahren mal, ich habe keine Ahnung, ich bin im Osten aufgewachsen und so weiter, dann bin ich zur Schule gegangen, keine Ahnung, ich habe ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Mir fällt jetzt kein Fall ein, wo das deutsche Parlament rigoros gesagt hat, hey,
aber auf die Steuern müssen wir jetzt achten, meine Freunde, Siemens und so weiter. Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gegenteil mitbekommen. Und zweitens hast du gesagt, jetzt eher am Ende, ja, du hast gesagt, du willst nicht auf Sachen wie Sozialismus und so weiter eingehen, ich kann es super verstehen. Aber du hast auch gesagt, wir müssen, wenn wir sowas sagen, an die Zeit denken, dass uns die Zeit davonläuft. Und auch hier habe ich in meinen 22 Jahren nicht die Erfahrung gemacht, dass, wenn es um Schnelligkeit, Reaktionsschnelle geht, wir auch die deutsche Bürokratie vertrauen sollten. Also keine Ahnung, so, das ist so, deutsche Bürokratie ist so das Langsamste, was ich kenne. Also echt, also, was ist langsam und was malt langsamer, gerade wenn sie nicht malen wollen. Also allein politisch, ich habe quasi kaum was anderes als Merkel kennengelernt, so politisch, seitdem ich denken kann. In Deutschland, wann verändert sich Deutschland? So politisch. Und wenn wir, ich sage, wir brauchen ein Denken. Und ich sage jetzt weiter, darüber groß zu diskutieren, braucht uns Zeit. Du hast gesagt, dass Fridays for Future ist eine große Sammelbewegung. Und da haben auch einsichtige Liberale Platz, klar. Aber was ist ein einsichtiger Liberaler? Ein einsichtiger Liberaler ist in der jetzigen Zeit kein Liberaler mehr. Sonst, also wer einsichtig ist, lässt er das ab. Und, genau. Ich denke auch, es muss schnell gehen. Und ich denke, wir werden da was finden. Ich kenne wenige Revolutionen aus den Geschichtsbüchern, die länger dauern als Umdenken in der deutschen Politik. Ich werfe einmal den Blick hier vorne in die Runde. Gibt es eine Reihenfolge, wer ihr gerne was sagen möchte? Wollt ihr noch was sagen? Ja. Alle? Dann. Du kannst dich hier? Ja, jetzt. Dann ist es schön. Okay, ich bin das Schluss. Ja, gut. Was wollte ich auch noch loswerden? Ja, also letztendlich mit der CO2-Steuer ist ja wirklich ein spannendes Thema. Ich weiß auch nicht so richtig, was der korrekte Weg ist. Aber wie da hinten gesagt worden ist, wenn dann die Entscheidung kommt, fahre ich mit dem Öffentlichen oder fahre ich mit dem Auto, dann ist natürlich der Sinn einer CO2-Steuer, dass diese Entscheidung dann, dass die Entscheidung leicht fällt. Nämlich das Auto dann eben stehen lassen, weil das sozusagen zu teuer geworden ist. Oder man schafft es am besten gleich ab. Und das wäre natürlich toll, wenn die Politik dann zwischendurch dafür gesorgt hat, dass dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel besser ausgebaut sind. Dann wird das gut ineinander. Und die Panzer müssen gestoppt also werden. Die ja, verbrauchen genau. die verpesten die Verübungen. Wir müssen die Emissionen reduzieren. Jedes Jahr 10%. Wie das am Ende erreicht wird, keine Ahnung. Die Politik, die sollte das irgendwie, die müssen die Vorschläge letztendlich liefern. Ja, eigentlich, das war es eigentlich. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Also, sowas wie den Kohleausstieg, das sollten wir doch wohl eigentlich hinkriegen, oder? Ja. Ja, also ich glaube, ganz wichtig für mich ist es, dass wir diese Diskussion eben nicht heute beenden, sondern es ist auch Sinn, warum wir diese Veranstaltung auch noch gemacht haben, auch wenn es kurzfristig und so sehr, sehr spontan aus der Hüfte geschossen war. Aber weil diese Diskussion total wichtig ist, weil diese Diskussion, der Diskurs, die jetzt auch in den Medien war, eben, warum eigentlich die Gewerkschaften nicht selber jetzt auch mit Streikaktionen in diese zentrale Frage eingreifen. Und ich finde, wir müssen diese Frage weiter diskutieren. Wir können sie so diskutieren, dass hoffentlich Leute streiken am 20. Oder wir sollten sie auch so diskutieren, dass wir zum Beispiel am 20. bei der Demonstration zusammenkommen und eben in einem Block von Beschäftigten eben, deswegen auch diese Idee mit dem, dass wir zum Care-Block gehen und vielleicht auch die Kolleginnen oder die Kollegen von der EVG habe ich gesehen, die auch Eisenbahnerinnen und Eisenbahner und Busfahrerinnen und Busfahrer for Future-Block, glaube ich, machen. Also die uns auch möglichst nah ranholen und gemeinsam dieses Thema, also die Notwendigkeit der Gewerkschaften da einzugreifen, die Notwendigkeit der Arbeiterinnenbewegung, eine eigene Position auch da reinzubringen.
Weil wenn wir immer nur andere über uns sprechen lassen, dann werden wir halt am Ende weiterhin sprachlos dastehen und die Ernte der also einfahren für das Nichtstun, für die, also für das weiter so. Und das ist wirklich ein Problem auch, dass, wenn es so weitergeht wie bisher, und da bin ich auch voll bei Dominik, wir haben nicht echt nicht viel Zeit. Und wir, wenn wir uns anschauen, deswegen sind die Zahlen auch sehr eindrücklich. Also ist, wir haben die ganze Zeit einen Anstieg. Also wir haben zwar vielleicht das Gefühl, dass wir irgendwie, ja, vielleicht die Politik ja ein bisschen was tut, aber Pustekuchen macht sie überhaupt nicht. Also es geht munter weiter dem Abgrund entgegen. Und dieser Abgrund, oder wie, inwieweit wir da reinstürzen, das ist eben unsere Aufgabe. Und dann haben wir eben eine andere Position als die Profiteure auf dem Weltmarkt. Und da muss eben die Arbeiterinnenbewegung auch selber Akteurin werden und nicht nur in irgendwelche Vertreter in Klimaallianzen reinstecken, von denen dann kein Mitglied mehr was hört. Ganz kurz noch, CO2-Steuer ist, bin ich ganz überzeugt, weil eigentlich gilt das ja für jede andere Steuer auch, was du gesagt hattest, und da läuft auch total viel schlecht und so weiter, und wenn man sich sozusagen auf realpolitische Forderungen einlässt und einlassen will, fragst du, ob man es will, dann habe ich jetzt das Gegenargument noch nicht ganz verstanden. Was erhöht doch zum Beispiel eine Umsatzsteuer. Und das Zweite ist sozusagen, ist jetzt eher eine Überlegung aus der Diskussion raus, weil ich das verständlich machen kann. Also wir haben diese schöne Parole, wir streiken, bis ihr handelt. Finde ich total gut. Nachteil daran ist, Streiken selbst wird noch nicht als Handeln begriffen, was das eigentlich schon ist und was sozusagen wirklich einen riesen Effekt schon hat. Erstmal diskursiv, aber noch nicht in dem, was wirklich erreicht worden ist. Und das Zweite ist sozusagen, dass wir ganz viel global diskutiert haben über ganz, ganz große Änderungen. Und bei beiden fehlt die Agenda sozusagen zu sich selbst zu nehmen. Also bis ihr handelt, das sagt immer noch, da sollen Leute handeln, wo man merkt, die wollen das Gegenteil. Also die beschließen das Gegenteil, die jeden Tag eigentlich, kann man sagen. Und da, also ich plädiere dafür, beides, Globalforderungen und total konkrete Maßnahmen, alles zu fordern und da keinen Widerspruch zu sehen. Und gleichzeitig könnte es vielleicht lohnen zu suchen, wo ist denn unsere Handlungsagenda, also wo sind wir die Subjekte außerhalb des Streiks, wenn wir sagen, bis ihr handelt, oder das zu verschieben unsererseits, bis wir irgendwie die ganz große Lösung finden können. Das wäre vielleicht noch eine Frage, die ich mir zumindest stelle. Vielen Nachdem ich jetzt nochmal direkt angesprochen wurde, möchte ich auch nochmal direkt antworten. Es ist völlig richtig und völlig frustrierend, dass unsere Bürokratie eine sehr, sehr langsame Entscheidungsmaschinerie ist. Die gute Nachricht ist, es wird meistens beschleunigt, wenn wir aktiv werden. Die schlechte Nachricht ist, es gibt gewisse institutionelle Hürden, die wir auch dadurch nicht überwinden können. Und es ist völlig richtig, darüber jetzt auch zu diskutieren. Das heißt, auch sehr große Fragen zu stellen. Auch Fragen zu stellen, die von vielen in der Gesellschaft vielleicht direkt mit dem negativ belegten Wort Revolution, also in deren Kreis negativ belegten Wort Revolution, abgelehnt werden. Aber auch diese Fragen müssen wir stellen. Und das passt eigentlich ganz gut zu so einem kleinen Ausblick, den ich noch heute Mittag spontan gefunden habe. Mir ist nämlich auch gefallen, heute wird ein gewisser Alexander von Humboldt 250 Jahre alt. Es ist einer der größten Naturforscher der Geschichte, das wissen wahrscheinlich die meisten. Und von seinen sehr vielen Forschungsreisen hat er vor allem eine Erkenntnis mitgebracht, dass alles mit allem zusammenhängt. Und deswegen brauchen wir auch die ganz großen Fragen und die ganz großen Diskussionen und hoffentlich auch die ganz großen Antworten. Diese Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt, können wir ganz gut mit Belegen unterfüttern. Erstens sitzen wir gerade in einer Universität, die ausgerechnet den Namen von diesem Alexander von Humboldt trägt. Zweitens gibt es vor der Küste Perus, habe ich auch heute erst gelernt, ein deutsch-peruanisches Forschungsprojekt mit dem Titel
Humboldt-Tipping. Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit dem Humboldt-Strom vor Peru im Pazifischen Ozean. Dieser Strom ist ca. 7 Grad kälter als das umliegende Ozeanwasser und bestimmt damit das peruanische Klima. Und jetzt erforscht dieses Forschungsprojekt, wie Verschmutzung und Klimawandel diesen Strom verändern, was sie jetzt schon nachweislich tun und welche Folgen das für das peruanische Klima haben wird und welche Kipppunkte es dabei gibt. Und so wie wir mit Humboldt mit dem Klimawandel und der Klimawandel mit uns zusammenhängt, hängt eben auch unser Kampf für Klimagerechtigkeit und der Kampf der Gewerkschaften und Arbeiterinnen für mehr Arbeit, mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt zusammen. Und deswegen kann ich nur an alle appellieren, auch eure Zukunft hängt mit der Klimakrise zusammen. Kommt am Freitag, kommt am 20. September zu uns um 12 Uhr zum Brandenburger Tor. Sehr gerne im Beschäftigtenblock. Wundervolles Podium vorne, danke an ein wundervolles Publikum. Schade, dass die Zeit ein bisschen rennt. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ab jetzt quasi, ab 18 Uhr heute die lange Nacht des Klimas in der Kulturfabrik in Moabit ist, für alle, die noch einen Abend weiter diskutieren und eine spannende Veranstaltung zubringen wollen. Genau, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an Hartmut Ebner, Almut Tügel, Uwe Fuhrmann und Dominik, dass ihr hier vorne mit dabei wart. Wir sehen uns dann am 20. auf der Straße. Applaus